Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die fünfte Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement hier in der 20. Wahlperiode im Deutschen Bundestag. Ich heiße die Ausschussmitglieder, die Sachverständigen und die Zuhörer und Gäste sowohl physisch hier im Saal, auf den Emporen an den Seiten wie auch im Netz herzlich willkommen. Wir werden diese Sitzung aufzeichnen zur Erstellung eines Protokolls, das wir dann anschließend auch im Internet veröffentlichen, sodass man, wenn man mal einen Halbsatz nicht mitgekriegt hat, das später noch mal nachvollziehen kann. Ich bitte daher alle sprechenden Personen, insbesondere auch die Sachverständigengäste, das Mikrofon zu benutzen, damit aufgezeichnet werden kann. Für die Gäste auf der Empore und an den Seiten gilt, es ist nicht erlaubt, Ton- und Bildaufnahmen zu machen, darüber hinaus von dem Geschehen hier im Saal. Und die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und online übertragen. Wer also nicht mit ins Bild möchte, möge das entsprechend berücksichtigen. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. Schaue in die Runde, sehe Nicken. Dann rufe ich auf die Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 19. Oktober 2022. Die Obleute haben sich in ihrer sechsten Sitzung darauf verständigt, in der letzten Sitzung des Unterausschusses am 19. Oktober ebenfalls ein öffentliches Expertengespräch über das Thema moderne demokratische Beteiligungsformen und Bürgerräte durchzuführen. Ich gebe davon aus, dass alle damit einverstanden sind, da wir das in der Obleuterunde so besprochen hatten. Sehe auch hier Einverständnis und keine Wortmeldungen. Vielen Dank. Dann ist die Durchführung dieses Fachgespräches so beschlossen. Dann rufe ich jetzt auf den eigentlichen Grund unseres heutigen Zusammenkommens. Ich freue mich, dass wir reden können über junges Engagement und Freiwilligendienste. Hier ein Thema, das uns alle aufgrund der laufenden Haushaltsverhandlungen sehr drängt, weil die Budgetfragen ganz große sind. Und ich begrüße daher sehr herzlich in der Reihenfolge, in der alphabetischen Reihenfolge, Kira Bisping vom Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr. Sie ist dort Sprecherin. Herzlich willkommen. Herr Claudio Jax von, jetzt kommt, ich sage die Buchstaben einzeln, AKLHÜEV, das Netzwerk und die Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit, Vorstandsmitglied dort, willkommen bei uns. Dann begrüße ich Ben Rating, wir haben hier schon mal zusammengesessen, Sprecher vom Sprecherinnenrat des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Und Sie sind Bundessprecher des Jahrgangs 2021-22. Und ich begrüße Julia Schneider von der Deutschen Turnjugend und sie ist dort Vorstandsvorsitzende. Herzlich willkommen. Wir würden es vom Verfahren her so machen, dass Sie alle nacheinander ein Eingangsstatement geben, bis maximal 10 Minuten. Danach gehen wir in eine offene Fragerunde. Wir haben hier nicht so ein strenges Reglement. Das heißt also, alle Fraktionen können ihr in loser Reihenfolge ihre Fragen stellen. Wir würden die immer so in Blöcken zu 4, 6 Fragen, je nachdem, wie viel Inhalt kommt, zusammenfassen und dann zurückgehen. Die Fragestellenden bitte ich dazu zu sagen, wenn sich die Frage an eine bestimmte sachverständige Person richtet. Ja, und dann würde ich Frau Bisping direkt das Wort geben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, werte Mitglieder des Unterausschusses, liebe Zuhörende. Vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, als Sprecherin des Bundesarbeitskreises FSJ und zentrale Bundestutorin für die Jugendfreiwilligendienste beim Internationalen Bund e.V., kurz IB, einer der großen Anbieter im FSJ und freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, die Perspektive der zivilgesellschaftlichen Verbände und Anbieter der Freiwilligendienste hervorzutragen. Geht so? Okay. Im Bundesarbeitskreis sind die zivilgesellschaftlichen Verbände zusammengeschlossen, die gemeinsam mit ihren Trägern und Einsatzstellen das Freiwillige Soziale Jahr durchführen. Neben dem IB sind das DRK, Parität, Evangelische Freiwilligendienste, Caritas, BDKJ, AWO, Johanniter ASB und die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und die Deutsche Sportjugend.
Die meisten bieten auch den BFD an und mit den verbandlichen BFD-Zentralstellen ist der Austausch auch sehr regelmäßig. Wir tauschen uns auch mit den Ländern aus und haben zudem auch einen sehr guten und regelmäßigen Kontakt mit dem BMFSFJ logischerweise und mit dem BAFZA, dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Es geht ja heute um das Thema junges Engagement. Die Freiwilligendienste gehören natürlich mit dazu und haben daran einen ganz erheblichen Anteil. Ich kann nicht auf jedes Programm einzeln eingehen und werde mich natürlich auf das FSJ konzentrieren aufgrund meiner Funktion und finde es auch ganz schön, weil das FSJ einfach das größte Programm ist, was auch die längste Geschichte hat. Im IB beispielsweise jubilieren wir nächstes Jahr 60 Jahre FSJ. Das FSJ steht Menschen offen, die das 27. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Natürlich gibt es daneben auch noch den altersoffenen Bundesfreiwilligendienst, der auch bis zu 70% von Menschen im Alter bis 26 Jahre wahrgenommen wird. Und dann gibt es noch das FSJ und die Auslandsprogramme hier ja auch vertreten. Ich werde im Vortrag zunächst ein paar Zahlen aus dem FSJ berichten und dann unsere drei zentralen Punkte hier anbringen. Erstmal die Zahlen. Also wir denken im FSJ ja in der Jahrgangslogik. Das heißt, in der Regel geht es los im September und der Dienst endet nach 12 Monaten im Folgejahr im August. Im abgeschlossenen Jahrgang 2021 waren 53.331 Freiwillige nach der Statistik des BAK im FSJ neu im Dienst. Das ist ein kleiner Aufwuchs zum vorherigen Jahrgang. Zum Vergleich, wenn man mal guckt, vor ungefähr 10 Jahren, 2011/12, in der Zeit der Einführung des BFD waren es rund 12% weniger. Mehr als 3/4 der Freiwilligen machen einen Dienst von klassischerweise 12 Monaten. Warum diese Zahlen? Sie zeigen, wie robust die Freiwilligendienste sind. Trotz der Pandemie und der Tatsache, dass die potenzielle Zielgruppe demografisch bedingt ja schrumpft, also die Zahl der Schulabgängerinnen ist ja rückläufig, ist die Nachfrage hoch geblieben und die Zahl der Bewerbungen nahm zu. In 2020 haben 11,5% der Schulabsolventinnen einen Freiwilligendienst gemacht. Vielleicht noch interessant, sonst sind die Einsatzbereiche im FSJ. Die Top 3 im gemeinwohlorientierten sozialen Bereich sind Kitas, Krankenhäuser und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, gefolgt von Schule, Pflege und der Kinder- und Jugendhilfe. Und natürlich gibt es auch Verbände und Träger, die ausschließlich im Bereich Sport oder Kultur anbieten. Und es gibt auch noch im FSJ und auch in den anderen Programmen sogenannte Nischenprogramme, das heißt zum Beispiel das FSJ Denkmalpflege, das FSJ Demokratie, das FSJ Politik oder eben auch das FSJ Digital. So, genug der Zahlen, jetzt unsere drei zentralen Anliegen. Ja, wir wollen natürlich die Freiwilligendienste stärken und nachfragegerecht ausbauen und halten das gerade jetzt auch für gesellschaftlich besonders relevant und geboten. Die Freiwilligendienste sind ein wichtiges Element im Angebotskatalog für junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben. Warum gerade jetzt wichtig? Studien zeigen, dass die Krisenpermanenz durch Pandemie, Krieg, Klimawandel und nun auch noch die Inflation die jungen Menschen unter Druck setzen und eine vermeintlich bis dato geltende Sicherheit einfach nicht mehr da ist. Alles ist im Wandel. Und das natürlich vor allem auch für die Jugend. Zukunftsängste und Orientierungsverluste, aber auch Einsamkeit und ein fehlendes soziales Miteinander nehmen zu. Und es zeigt sich eben auch in den Freiwilligendiensten. Wir merken, dass jeden Jahrgang mehr psychische Belastungen der Teilnehmer mitgebracht werden, mit denen wir umgehen. Das Schöne daran ist aber, also an den Freiwilligendiensten, dass wir als besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements gerade durch diesen festen Rahmen, den die Freiwilligendienste geben, und der flexiblen, aber trotzdem kontinuierlichen pädagogischen Begleitung in der Seminararbeit gut reagieren können auf diese Themen. Die Themen Orientierung, Selbstwirksamkeit, Resilienz etc. gewinnen damit auch in der Seminararbeit mit den Freiwilligen an Bedeutung. Wir sehen die Freiwilligendienste hier mit dem besonderen Charakter als Jahr der Orientierung, Bildung und persönlichen Erfahrung in dieser pädagogischen Begleitung eben als wertvoller an denn je. Gerade jetzt sind die Freiwilligendienste ein Anker und eine Auszeit und auch eine Auszeit, die feste Strukturen bietet. Unser Ziel ist es also, noch mehr Menschen auf das Angebot aufmerksam zu machen. Bereits die UCOUN-Studie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung aus 2019 zeigte, dass wir noch viel besser über das Angebot der Freiwilligendienste informieren müssen. Als Konsequenz und auf Wunsch des BAK FSJ gibt es seit 2021 daher die Plattform freiwillig-jahr.de, die vom BMFSFJ auch gefördert wird. Hier finden sich mittlerweile fast 60.000 trägerübergreifende Platzangebote und wir arbeiten hier verbändeübergreifend als Anbieter zusammen. Was können wir noch tun? Wir müssen weiterhin strukturelle Hemmnisse abbauen. Das heißt zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Akquise und Bewerberphase müssen aus unserer Sicht förderfähig werden.
Und es geht auch um das Setzen der passenden Anreize, damit sich mehr junge Menschen für einen Freiwilligendienst entscheiden. Die Themen Anerkennungskultur und kostenfreier ÖPNV sind viel diskutiert. Der Hashtag Freie Fahrt für Freiwillige ist vielleicht sogar dem einen oder anderen hier bekannt. Aktuell noch ganz wichtig, die Freiwilligen müssen natürlich auch in allen Entlastungsmaßnahmen mit Blick auf die Energiekrise mitgedacht werden. Die hohen Gasrechnungen sind mit dem Taschengeld recht schwer vereinbar. Bei der Energiepreispauschale hat das erfreulicherweise bereits geklappt. Unser erster zentraler Punkt also, wir wissen, dass die Freiwilligendienste mit ihrem besonderen Format für die Herausforderungen der jungen Menschen gerade jetzt eine sehr gute und passende Antwort sind. Sie geben vor allem Orientierung, machen stark, ermöglichen ein soziales Miteinander und setzen der Zukunftsangst somit etwas entgegen. Und genau das braucht es aus unserer Sicht. Unser zweites Anliegen. Wir brauchen Planungssicherheit und eine kontinuierliche Mittelbereitstellung. Wir planen derzeit schon den im September 2023 startenden Jahrgang, der größtenteils im Haushaltsjahr 2024 verortet ist. In 2024 stehen laut Planung des Kabinetts, das dürfte bekannt sein, 10% weniger Mittel zur Verfügung als 2022 und 2023. Das ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Inflation, der Kostensteigerungen bei den Seminarhäusern und im Personalbereich für uns schwierig. Und da haben wir noch nicht einmal über den Aspekt der zusätzlichen Aufgaben durch die pädagogischen Mitarbeitenden gesprochen, die jetzt durch die veränderte Teilnehmensstruktur zustande kommt und eine viel intensivere pädagogische Begleitung erfordert. Mit dem BMFSJ ist im Herbst ein enger Austausch geplant, um durch eine bessere Planung die verfügbaren Mittel noch besser auszuschöpfen. Wir wissen natürlich um die besonders angespannte Haushaltslage. Daher werden wir versuchen, umzusortieren und zu optimieren, soweit es irgendwie möglich sein wird. Aber für uns ist auch klar, sollte das im Jahrgang 2023/24 gelingen, wird das keine Blaupause sein für die Folgejahre. Um die Qualität zu halten, braucht es mindestens den aktuellen Mittelansatz. Die Förderbedingungen haben sich seit 2011 im FSJ nicht verändert. Die Tagungshäuser sind aber bedeutend teurer geworden und die Kosten in der Begleitung pro Freiwilligen haben zugenommen. Einsatzstellen würden dann auch wegfallen, weil sie die erhöhten Kosten für die pädagogische Begleitung nicht auffangen können. Das betrifft dann natürlich auch Kita, Jugendclub und Sportverein. Genau. Und der dritte Punkt, den ich noch anbringen will, bezieht sich auf die Einschätzung, unsere Einschätzung zur Idee der in diesem Jahr bereits viel diskutierten Dienstpflicht, verpflichtenden Dienst. Freiwilligendienste als Ort des gemeinsamen Miteinanders fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ermöglichen das Kennenlernen neuer Lebenswelten und geben Orientierung. Und das sind Dinge, die man sich durch einen verpflichtenden Dienst ja auch in der Diskussion verspricht. Aus unserer Sicht, zumindest um diese Ziele zu erreichen, braucht es keinen Pflichtdienst, denn die vorhandenen Freiwilligendienste bieten ja genau das schon auf Basis von Freiwilligkeit. Freiwilligendienste funktionieren aus unserer Sicht besonders gut durch die pädagogische Begleitung der Träger. Alle Freiwilligen nehmen an 25 Bildungstagen teil und die sind zentral, um die Erfahrungen gemeinsam mit Gleichgesinnten reflektieren zu können, um gesellschaftliche Fragestellungen gemeinsam bearbeiten zu können und auch um das Selbstverständnis für die eigene Rolle in der Einsatzstelle zu stärken. Was triggert junge Menschen für Engagement? Es ist weniger die Bedeutung von Ehre und Pflicht, sondern vielmehr Gemeinschaft, Geselligkeit, Selbstverwirklichung, Mitgestaltung und persönlicher Nutzen. Das Lernen im Freiwilligendienst profitiert unheimlich von der Freiwilligkeit des Angebots. Und das gilt insbesondere auch für das Ziel der Demokratieförderung durch die Freiwilligendienste. Die Demokratie verlangt danach, dass Menschen daran glauben, dass sie politisch und gesellschaftlich Einfluss nehmen können. Und die Freiwilligendienste fördern das, zum Beispiel, indem sie Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen. Bestes Beispiel sind ja die Sprecherinnen selbst. Ben Rating wird ja auch dann gleich noch berichten. Innerhalb eines Pflichtdienstes erscheint uns das Demokratielernen einfach weit schlechter vermittelbar. Und wenn über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr geredet wird, fragen wir uns natürlich vor allem auch, wieso nicht zunächst das Potenzial des bestehenden Angebots der Freiwilligendienste ausgeschöpft wird. Denn wie bereits beschrieben, ist es das ja noch nicht. Es braucht, und so will ich auch gerne abschließen, einen gesellschaftlichen Dank für das, was junge Menschen schon jetzt und ganz ohne Pflicht bereits leisten. Trotz Corona, gegen Widerstände in der eigenen Familie, für ein geringes Taschengeld und aus Überzeugung. Es gibt noch viele Schrauben, an denen man drehen kann, um die Freiwilligendienste attraktiver zu machen und Menschen dafür zu gewinnen. Und das geht auch aus unserer Sicht, aber eben nur als gemeinsames gesellschaftliches Vorhaben. Vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Da ich vermute, dass die Punkte 1 bis 3 sich bei allen identisch so wiederfinden, können wir dann die Zeit einsparen, die Frau Biskuin ein bisschen überzogen hat. Ich würde aber sehr gerne unmittelbar an Herrn Jaks weitergeben. Ja, vielen Dank. Ich will zu Beginn meines Beitrags einen Freiwilligen sprechen lassen. Der FIJ-Freiwillige Levi fasst sein freiwilliges internationales Jahr in Israel mit diesen Worten zusammen. Während diesem Jahr hatte ich die bisher intensivsten Erfahrungen in meinem Leben. Meiner Meinung nach war meine Zeit in Israel unbeschreiblich schön und prägend. Ich hatte noch nie einen Lebensabschnitt, der mich so geprägt hat wie dieses Jahr. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt, denke mehr über mich und meine Mitmenschen nach und habe einen großen Schritt in Richtung meiner Zukunft gemacht. Ich bin noch dazu motivierter, etwas zu tun, habe Lust, mehr Sprachen und Kulturen kennenzulernen und letztendlich freue ich mich auf mein kommendes Studium. Ein freiwilliges internationales Jahr prägt. Es prägt diejenigen, die sich auf den Weg machen und das ihr Leben lang. Unter der Bezeichnung Freiwilliges internationales Jahr oder auch kurz in Kurzform FIJ sind alle internationalen Freiwilligendienste zusammengefasst, die von den Trägern in Deutschland mit ihren Partnerorganisationen weltweit durchgeführt werden. Und was natürlich ganz wichtig ist, und das war eben auch schon erwähnt, das freiwillige FIJ wird pädagogisch begleitet als Lerndienst. Und das ist eine wesentliche Grundlage. Ein FIJ kann dabei als Outgoing-Dienst im Ausland in der Entsendung gemacht werden, so zum Beispiel in den Förderprogrammen Internationaler Jugendfreiwilligendienst, dem IJFD, im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts oder auch im Europäischen Solidaritätskorps ESK. Und es kann aber auch als Incoming-Dienst in Deutschland durchgeführt werden, im BFD, im FSJ und im FEJ, aber insbesondere auch im Weltwärtsprogramm und im ESK. Um Ihnen einen Eindruck von der Größenordnung des FEJs zu geben, außerdem wenige Zahlen zum Vor-Corona-Jahrgang 2019, der quasi unser Vergleichsjahrgang ist. 7209 FIJ-Freiwillige im Outgoing wurden damals von 192 Trägern entsendet. Demgegenüber standen 2019 4586 FIJ-Freiwillige im Incoming, die von 182 Trägern aufgenommen wurden. Das Freiwillige Internationale Jahr ist ein Friedensdienst, es ist ein Bildungsjahr und es ist ein Gesellschaftsjahr. FIJ ist ein Friedensdienst. Durch die pädagogische Begleitung sensibilisiert, lassen sich junge Menschen auf eine andere Kultur ein. Dabei lernen sie in einem bisher noch fremden Umfeld Menschen kennen und lernen sie schätzen. Aus den Begegnungen wachsen Freundschaften, aus der Mitarbeit in Einsatzstellen folgt oft eine weit darüber hinausgehende Verbindung. In ihrem freiwilligen Jahr können die FIJ-Freiwilligen ein tiefes Verständnis und eine Verbundenheit mit ihrem Gastland aufbauen. Und dieses Verbundensein, das wirkt nach und es wirkt ein Leben lang. Auf die Freiwilligen selber und auf ihr Umfeld. So entstehen stabile Brücken zwischen Menschen über Grenzen hinweg. Und die weltweiten Entwicklungen zeigen, dass wir gerade in diesen Zeiten diese stabilen Brücken brauchen. Die Erfahrungen, die gemacht werden, prägen. Und das FIJ prägt junge Menschen als Friedensdienst. Das FIJ ist ein Bildungsjahr. Als Lerndienst im besten Sinne des Wortes erleben junge Menschen in ihrem FIJ die Welt unmittelbar, indem sie sich in eine Exposure-Erfahrung hineinbegeben, in eine zunächst fremde Umgebung und in intensiven persönlichen Begegnungen, in ihrer sinnerfüllten Tätigkeit und über einen längeren Zeitraum sich auf den Weg machen, trägt es zu ihrer Persönlichkeitsbildung bei. Das Ganze wird pädagogisch vorbereitet, begleitet und ausgewertet und in diesen Räumen wird das Lernen unterstützt. Die Wirkung von diesem Wanderjahr FIJ sind selbstbewusste junge Menschen, die sich verantwortungsvoll und in die Welt und in ihr eigenes Leben stellen. Unser FIJ-Freiwilliger Simon drückt das in seinem Abschlussbericht so aus. In Armenien habe ich mich selbst gefunden. Aus meiner Zeit aus Armenien nehme ich so viel mit, dass sich gar nicht in Worte fassen lässt. Motivation, Menschen helfen zu können und erfolgreich zu werden. Dankbarkeit, Wärme und wahre, echte Begegnungen unter Menschen. Als Fazit kann ich jedem jungen Erwachsenen, der auf der Suche nach etwas ist und das vielleicht noch einmal nicht einmal genau beschreiben kann, raten, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen. Auf einen Punkt gebracht, aus Jugendlichen werden im FIJ junge Erwachsene. Das FIJ ist auch ein Gesellschaftsjahr. Das FIJ ist Ausdruck gelebter Solidarität und damit ist es ein Gegenmodell zur Egozentrik.
Junge Menschen stellen sich in ihrem FIJ ein Jahr ihres Lebens freiwillig in den Dienst für ein gesellschaftliches Anliegen. Sie stellen sich damit in den Dienst für andere. Auf diesem Weg, in diesem Lernfeld, haben sie eine Sozialisationsinstanz, die ihnen einen Weg bereitet in eine aktive Mitgestaltung der Gesellschaft. Ehemalige Freiwillige engagieren sich auf vielfältige Weise für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft. Und das FIJ stärkt auf diesem Weg den gesellschaftlichen Zusammenhang und die Demokratie aus der Mitte heraus. Und das ist es, was wir auch brauchen. Oder anders ausgedrückt, aus jungen Menschen werden aktive Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. In der Kürze der Zeit nur ganz wenige Worte zur aktuellen Pflichtdienstdebatte und konkrete Vorschläge. Ja, genau, das tut mir natürlich ganz leid. Also einige wenige Worte zur aktuellen Pflichtdienstdebatte. Wir als AKLAÜ begrüßen diese Debatte sehr, dass sie geführt wird, und wir setzen in der Debatte auf Freiwilligkeit. Denn ein verpflichtendes Engagement kann den Lernraum und die Auseinandersetzung für die Auseinandersetzung und die Reflexion des Dienstes stark einschränken. Der Pflichtdienst ist mit dem ihm anhaftenden Zwangsimage letztlich ein Widerspruch in sich. Zwei konkrete Vorschläge möchte ich hervorheben. Als AKLAÜ sprechen wir uns in der Debatte für einen Rechtsanspruch auf die Förderung eines freiwilligen Platzes für jeden jungen Menschen im Inland- oder im Auslandsdienst aus. Wir schlagen außerdem vor, dass jeder junge Mensch zum Ende der Schullaufbahn einen Brief durch den Herrn Bundespräsidenten erhält mit einer Einladung, sich ein Jahr des Lebens für die Gesellschaft einzusetzen. Von diesen Vorschlägen versprechen wir uns eine ganz neue Dynamik hin zu den Freiwilligendiensten. Was geschehen kann, wenn man einen Rechtsanspruch in zeitgemäßer Weise zur rechten Zeit einführt, das können wir beim Elterngeld beobachten. Ein mutiger und weitreichender Schritt im Ausbau der Freiwilligendienste, das ist es, was unsere Gesellschaft braucht. Die Weltlage bringt es mit sich, dass das FIJ gerade aktuell auch vor Herausforderungen steht. Eine Herausforderung, die immer noch nachwirkt, ist die Covid-19-Pandemie. Wie Sie wissen, mussten mit Beginn der Pandemie nahezu alle Freiwilligen weltweit zurückgeholt werden. Und damit war unmittelbar die Grundlage für das FIJ entzogen. Das ist lange her, aber viele Träger konnten bis heute oder können erst im Sommer und Herbst 2022 das erste Mal wieder Freiwillige entsenden ins Ausland. Das trifft besonders auf die Träger zu, die in den globalen Süden entsenden. Diejenigen, die wie wir auch nach Europa entsenden konnten, bereits auch im Sommer 2020 ihre ersten Freiwilligen auch wieder entsenden. Nur dank gezielter strukturerhaltender Maßnahmen, die insbesondere das BMFSFJ für den IJFD und das BMZ für weltwärts umgesetzt haben, konnten die Strukturen des FIJ erhalten bleiben. Leider ist der grenzüberschreitende Austausch im FIJ auch heute noch von pandemiebedingten Folgen beeinträchtigt. Es gibt Herausforderungen, Visa zu erlangen, da viele Länder ihre Verfahren umgestellt haben oder die administrativen Ressourcen nicht mehr zur Verfügung haben, um die Anträge rechtzeitig zu bearbeiten. Und dann kann man sich das so vorstellen wie eine gebrochene Lieferkette, nur dass hier unmittelbar Menschen aufgehalten sind. Es gibt noch eine gewisse Zurückhaltung bei Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber dem globalen Süden. Zumindest gab es das in den letzten Monaten, wo wir auf diesen Jahrgang hin Freiwillige vermittelt haben, sodass wir die Situation haben, dass die Entsendung in den globalen Norden boomt, wir besonders hohe Zahlen haben, und in den globalen Süden wir auch ein gewisses Maß unterhalb der Zahlen der Vor-Corona-Zeit wohl im Durchschnitt liegen werden noch. Und so haben wir die Situation, dass die Träger und Freiwilligen im FSJ weiterhin vor pandemiebedingt vor Herausforderungen stehen und sowohl organisatorisch auch als finanzieller Art. Und nur noch, und vor der Ausgangslage der pandemiebedingten Voraussetzungen haben wir jetzt weitere Krisen, die Sie alle kennen. Und wir haben eine weltweite hohe Inflation. Und die Folgen davon sind gestiegene Kosten, auch im FIJ. Und diese aktuelle Phase hoher Inflation trifft die Träger des FIJs wirklich hart. Man muss sich das auch so vergegenwärtigen, dass wir einerseits die Inflation in Deutschland haben, aber dass wir in vielen unserer Partnerländer noch weitaus höhere Inflationsraten haben, als wir sie in Deutschland zu verzeichnen haben. Und dann dazu kommt, dass es bestimmte Kostenpositionen in den Freiwilligendiensten gibt, die auch noch mal weit überdurchschnittlich gestiegen sind, beispielsweise die Flüge. Und so haben wir die Situation, dass wir diese Kostensteigerungen im FIJ leider nicht an unsere Einsatzstellen, an deren Kostenträger einfach weitergeben können, dass unsere Möglichkeiten da sehr, sehr eingeschränkt sind und das in den allermeisten Fällen nicht möglich ist und deswegen unser Finanzierungsmodell als FIJ-Träger in eine echte Notlage gerät.
Hinzu kommt im IJFD, dass wir dort seit 2011, seit dieses Programm eingeführt worden ist, keinerlei Fördersatzerhöhungen zu verzeichnen hatten. Und dass wir als Trägerfeld deswegen da schon alle Reserven ausgequetscht haben, die auch nur auszuquetschen sind. Die Träger stehen aufgrund dieser Situation finanziell vielfach mit dem Rücken zur Wand. Die Träger sind daher dringend auf eine Fördersatzanpassung angewiesen, um das FIJ im bisherigen Umfang und in der hohen pädagogischen Qualität aufrechterhalten zu können. Das BMZ hat bereits reagiert und im Incoming in der Süd-Nord-Komponente von Weltwärts den Fördersatz angehoben. Das war deshalb so kurzfristig auch möglich, weil da schon seit längerem diskutiert wurde, dass das notwendig ist, die Fördersätze anzuhöhen, weil die Unterkunftskosten in Deutschland entsprechend stark ja in den letzten Jahren gestiegen sind. Dafür sind wir dem BMZ zu sehr großem Dank verpflichtet. Wir haben aber die Situation mit 8% Inflation in Deutschland dieses Jahr. Im nächsten Jahr, ich komme gleich zum Schluss, eine Inflation, die wir noch nicht kennen, aber sie wird sicherlich nicht null sein, dass wir wirklich auf Fördersatzanpassungen angewiesen sind in allen Programmen, auch im IJFD insbesondere, im Weltwärts in der Entsendung, im ESK und BFD und im FSJ. Und ja, Sie als Mitglieder des Deutschen Bundestages bitten wir darum, als Haushaltsgesetzgeber die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, die Bundesministerien natürlich dann auch die entsprechenden Förderentscheidungen zu treffen. Zum Abschluss. Das FIJ wirkt, es wirkt als Friedensdienst, es wirkt als Bildungsjahr und es wirkt als Gesellschaftsjahr. Es macht einen Unterschied, wie wenn ein junger Mensch sich im FIJ in die Welt hineinstellt und die Erfahrungen, die gemacht werden, prägen. Sehr geehrte Abgeordnete, bitte leisten Sie Ihren Beitrag für das freiwillige Jahr, damit die Mittel, die dafür nötig sind, dass sich junge Menschen auf den Weg machen können, zur Verfügung stehen. Zum Abschluss möchte ich nochmal eine FIJ-Freiwillige sprechen lassen. Victoria war in Frankreich und schreibt: Ich hätte niemals erwartet, dass mich ein Jahr so positiv beeinflussen hätte können, dass so viel in nur einem Jahr passieren kann. Etwas, was mir in diesem Jahr dieses Jahr vor allem gezeigt hat, ist, dass es noch so viel mehr Möglichkeiten und Dinge da draußen gibt und es sich immer, immer lohnt, seine Komfortzone zu verlassen, auch wenn das anfangs immer, immer unschön ist. Ich bin unendlich dankbar, die Chance gehabt zu haben, dieses Jahr zu machen und würde es immer wieder genauso tun. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, ich kann für alle Abgeordneten hier im Raum sprechen. Ich sage alleine, dass Sie hier sind und so relativ früh auch in der Sitzungsperiode, Legislaturperiode, zeigt, dass wir alle ein großes Interesse, eine große Unterstützung, sehr viel Herzblut für Ihre Programme haben. Allein es gibt natürlich Häuser, die die Finanzen zu verantworten haben und mit denen ringen wir tatsächlich um die feine Ausgestaltung. Aber es ist Eulen nach Athen tragen, weil wir um diese Probleme wissen und darum kämpfen. Aber ich freue mich jetzt noch, die Perspektive der ökologischen Jahre oder des ökologischen Jahres zu hören. Herr Rating, bitte. Kann man mich verstehen? Perfekt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement, vielen Dank für die Einladung, für dieses Fachgespräch und die damit verbundene Möglichkeit, den Diskussionen zur Thematik der Freiwilligendienste und des jungen Engagements die Perspektive der Freiwilligen selber beizusteuern, nachdem wir im Juni schon mit einigen von ihnen geredet hatten. Kurz zu mir, mein Name ist Ben Rating. Ich habe bis Juli diesen Jahres selber meinen Freiwilligendienst gemacht, ein freiwilliges ökologisches Jahr. Meine Einsatzstelle war dabei die Schutzstation Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Dort haben wir Engagement in der öffentlichen Bildung geleistet, aber auch im direkten Naturschutz und Umweltschutz im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Neben dem dortigen Engagement bin ich zudem im Rahmen des FIJ-SprecherInnen-Systems aktiv und seit November letzten Jahres Teil des BundessprecherInnen-Gremiums. Als Bundessprecher im FIJ vertrete ich die Interessen und Visionen der rund 3.200 Freiwilligen im FIJ, die jedes Jahr ihren Freiwilligendienst absolvieren. Dabei bin ich nicht alleine, so wie ich jetzt hier sitze, sondern agiere als Teil eines fünfköpfigen Gremiums. Das Besondere hierbei ist, dass diese Position nicht durch ein Hauptamt oder ein externes Ehrenamt besetzt wird, sondern durch aktive Freiwillige. Es handelt sich also, wenn man es so nennen will, um Engagement im Engagement. Als einziger Freiwilliger der Sachverständigen würde ich Ihnen gerne ein bisschen einen anderen Einblick geben, und zwar den Einblick aus der Sicht der Freiwilligen selber. Mir geht es dabei sowohl um unser Verständnis eines Freiwilligendienstes, das sich, glaube ich, von den anderen hier Anwesenden auch nochmal ein bisschen unterscheidet, als auch um persönliche Erfahrungen, die wir aus diesem Jahr ziehen. Es ist was anderes, wenn wir das erzählen, als wenn die und meine lieben Mitsachverständigen das machen. Doch nicht nur wir profitieren von so einem Jahr,
sondern auch die Gesellschaft hat einen enormen Nutzen von Freiwilligendiensten als Lernort für junge Menschen, was wie ich Ihnen gerne darlegen würde. Zu guter Letzt würde ich Ihnen gerne noch gerne die Kernpunkte mit auf den Weg geben, die für uns wichtig sind, um grundlegend und langfristig die Möglichkeit der gesellschaftlichen Partizipation zu sichern und zu stärken. Doch was heißt es eigentlich nun für uns, Freiwillige selber, einen Freiwilligendienst zu absolvieren? Wenn wir uns den jetzt neu gebildeten Seminargruppen anschauen, von den Freiwilligen, die im August, also vor knapp 2 Monaten, oder sogar erst am Anfang des Septembers ihr Jahr begonnen haben, so begegnen uns da junge Menschen, deren kompletter Lebensalltag sich gerade einmal um 180 Grad gedreht und gewendet hat. Auch mein Leben hat im letzten Sommer genau diese Wendung vollzogen. Aus einem geregelten Alltag von 13 Jahren Schule mit festen Unterrichtszeiten, einem gefestigten Umfeld mit Freundinnen und Sport und einem Zimmer und einer Eltern und einem Zimmer bei den Eltern in einer Stadt, bin ich raus in eine WG, die ich nicht kannte, aufs Land in ein anderes Bundesland. Anstatt der Schule mit geregeltem Stundenplan musste meine WG und ich plötzlich unseren Dienstplan selber schreiben und irgendwie mussten wir auch noch so einen eigenen Haushalt nebenbei mal selber aufbauen. Der Kontrast bei mir persönlich hätte also kaum größer sein können. Das, was ich hier gerade beschrieben habe, sind meine persönlichen Erfahrungen und damit definitiv nicht allgemeinwertig. Doch die Kernerfahrungen, die dahinter stehen, machen in meiner Auffassung fast alle Freiwilligen. Denken Sie mal an Ihre Zeit zurück, in der Sie sich von Ihrem Elternhaus gelöst haben. Ihr erstes eigenes Zimmer, in dem nicht einfach so die Eltern reinkommen konnten und Sie zu stören. Das zu tun und die Freiheit, das zu tun und zu machen, worauf es Ihnen gerade nach der Sinn stand, aber auch gleichzeitig die Verantwortung für sich selber zu sorgen. Genau in dieser Phase des Umbruchs und der Neuorientierung von jungen Menschen, wo möglicherweise erste richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden, bieten die Freiwilligendienste einen sicheren Rahmen für die eigene Orientierung und einen Lernraum, um persönlich zu wachsen. Einen Freiwilligendienst zu absolvieren, bedeutet für uns also viel mehr als nur das Engagement in diesem Jahr. Ein Freiwilligendienst ist auch die Möglichkeit für uns, außerhalb des Elternhauses ein sicheres Umfeld sich aufzubauen und ein eigenes Leben aufzubauen und dabei eigenständig zu werden. Wenn wir jetzt in der Zeit vorausgehen und uns die Freiwilligen anschauen, die nächstes Jahr im Sommer aus ihrem Freiwilligendienst rauskommen, so werden wir junge Erwachsene finden, die ihren Weg gefunden haben oder bestärkt darin sind, sich ihren Weg noch zu suchen. Wenn wir nach ihren prägendsten Erlebnissen in diesem Jahr fragen, werden wir eine Vielfalt an Antworten erhalten, eine anders als die andere. Wir werden Geschichten von richtig tollen Erlebnissen mit neuen Freunden hören. Wir werden Geschichten von tiefgreifenden Erkenntnissen und bewegenden Momenten erzählt bekommen. Genauso aber wie harte und gerade deswegen lehrreiche Erfahrungen wiedergespiegelt bekommen. Was wir Freiwillige in diesem Jahr an Lebenszeiten, wenn man es nun nennen will, gesammelt haben, füllt wahrscheinlich bei allen Freiwilligen ein kleines Buch und wird uns für immer prägen. Einmal Freiwilliger, immer Freiwilliger. Ich habe in diesem Jahr nicht nur gelernt, was es heißt, Verantwortung für mich, sondern auch für andere Menschen zu übernehmen. Habe die Chance gehabt, zu sehen, was mein Engagement im Umweltschutz für positive Auswirkungen auf den Nationalpark und im Rahmen des Sprecherinnenwesens eine Vielzahl an Erfahrungen zur Thematik von Demokratieverständnis und gesellschaftlichem Engagement zu machen. Wenn ich alles aufzählen würde, wäre ich wahrscheinlich noch morgen beschäftigt. Für mich war es wahrscheinlich das lehrreichste Jahr, was ich bisher hatte. Doch auch darüber hinaus ziehen wir Freiwilligen noch viel aus diesem Jahr. Insbesondere nach den letzten 2 Jahren, die geprägt waren durch Social Distancing, dem Verlust von Kontakten zu Freunden, dem Bewegen verbunden mit dem Sehen und Gesehenwerden in der Öffentlichkeit. Die Seminare bieten dabei genau solche Chancen, diese Verluste zu mindern und zählen zu den absoluten Highlights in einem Freiwilligenjahr. Dabei spielt nicht nur der Austausch unter uns Freiwilligen über unsere Einsatzstellen und unsere Erfahrungen eine wichtige Rolle, sondern auch die pädagogische Begleitung durch die Träger als Ansprech- und Vertrauensperson. Doch was hat am Ende die Gesellschaft eigentlich von starken Freiwilligendiensten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns noch einmal genauer anschauen, was mit den Freiwilligen in diesem Jahr passiert und dabei mehr auf systemische Prozesse blicken als auf die Vielfalt an persönlichen Erfahrungen. Das Offensichtlichste dabei ist das Engagement selber. Ich glaube, dass Menschen, die sich schon einmal engagiert haben, das leichter auch nochmal tun, weil sie wissen, was es ihnen bringt und wie toll Engagement sein kann. Als Nebeneffekt von Projekten mit engagierten Menschen wird auch häufig der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt, was in der multiplen Krisenzeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, äußerst wichtig ist, um als Gesellschaft nicht an solchen Krisen zu zerbrechen.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist dabei nicht das Einzige, was es benötigt, damit wir gemeinsam Zeit überstehen und eine gesellschaftliche Transformation vollziehen können. Im gesellschaftlichen Diskurs ist also ein grundlegendes Demokratieverständnis notwendig, um sowohl Akzeptanz und Verständnis für konträr liegende Positionen im Rahmen der demokratischen Differenz zu entwickeln, als auch die eigenen Partizipationsmöglichkeiten zu sehen und wahrzunehmen. Genau an diesem Punkt, den Freiwilligendiensten als Lernbildungsort für Demokratie zu verstehen, hat das FEJ mit seinem Sprecherinnensystem eine seiner größten Stärken. Als Bundessprecher habe ich die Möglichkeit, genau dieses System, welches aus Delegierten besteht, von der größten Ebene der Seminargruppen bis hin in die kleinste Ebene, dem Gremium meiner 5 Bundessprecherinnen, kennenzulernen, zu partizipieren und zu leben. Die Erfahrung von grundlegenden Strukturdebatten über Wahlordnungen und Formen der Zusammenarbeit mag zwar für die eine oder den anderen als dröge erscheinen, doch sie legen auch die Grundlage für eine erfolgreiche demokratische Zusammenarbeit. Und das Gefühl nach solchen Debatten, wenn Vorschläge demokratisch abgestimmt und angenommen worden sind, das ist einfach nur großartig. Ich habe auch Nächte dafür durchgemacht. Zu guter Letzt spielt im FEJ natürlich auch der ökologische und die nachhaltige Idee eine wichtige Rolle. Wenn wir gemeinsam als Gesellschaft den anthropogenen Klimawandel verlangsamen wollen, brauchen wir mehr Menschen, die ökologisch denken und nachhaltig handeln. Doch nur mit einer einmaligen Aktion schaffen wir es nicht, auf lange Sicht die Umwelt zu schützen. Dafür braucht es nachhaltiges Engagement und Aktionen, die langfristig Probleme angehen. In unseren Einsatzstellen begegnen wir uns genau diesen Fragen in unserem alltäglichen Arbeit. Dabei ist es egal, ob ich im Rahmen von nachhaltigem Konsum, Bildungsarbeit in allen Formen oder dem direkten Umweltschutz und Monitoring der Umwelt unterwegs bin. Diese Fragen nach der Zukunft stellen sich überall. Die Idee ist dabei nicht zwingendermaßen, dass wir auch nach unserem FEJ in solchen Themenfeldern uns weiterentwickeln und dort bleiben. Vielmehr entwickeln wir uns in unserem Jahr zu sogenannten Change Agents, die ökologische und nachhaltige Ideen weiterverbreiten. Ich wurde in meiner Einsatzstelle häufig gefragt, was ich denn nach meinem Jahr machen würde. Und häufig kam dann so der Vorschlag, ja, sicherlich studieren Sie doch Bio oder Ökologie. Die Reaktion auf meine Antwort, dass ich Architektur studieren würde, war immer die gleiche. Aha, dann machen Sie aber was ganz anderes. Doch genau diese Schlussfolgerung ist falsch. Wir dürfen ökologisches Denken nicht als individuelle Disziplin verstehen, sondern Grundlagen von allem. Und dabei hilft das FÖJ gerade explizit, weil der ökologische Gedanke, wie schon im Namen drin steht, einfach immer weiter schwingt. Ich hoffe, Ihnen sind die Vorteile und insbesondere die Dringlichkeit der Stärkung von Freiwilligendiensten noch einmal von der Perspektive der Freiwilligen selber klar geworden. Doch was braucht es nun, um diesen Bauplatz von krisenresilienten Gesellschaften zu stärken? Denn am Ende sind wir die Zukunft. Und für uns stehen dabei 3 Kernbegriffe im Vordergrund. Diversität, Mobilität und Kapazität. Wir brauchen eine größere Diversität in der Freiwilligenstruktur. Aktuell ist es leider so, dass durch die miserable Finanzierung Bedingungen in Freiwilligendiensten die Teilnahme häufig nur durch finanzielle Unterstützung von außen möglich ist. Dadurch werden die Freiwilligendienste exklusiv und bleiben unter bestimmten Gesellschaftsschichten verwehrt. Das kann nicht sein. Die Lösung dafür besteht aber auch nicht in einem Pflichtdienst, bei dem der Kerngedanke der Freiwilligendienste, die Freiwilligkeit selber, verloren geht, sondern in vernünftigen Maßnahmen, um die finanzielle Unabhängigkeit von Freiwilligen zu sichern. Für Freiwillige spielt zudem die Mobilität eine extrem große Rolle. Gerade im FEJ ziehen Freiwillige in andere Orte oder sogar in andere Bundesländer. Meine Mitbundessprecherin, wir kommen beide aus Bremen, ich bin nach Schleswig-Holstein gegangen, sie ist nach Bayern gegangen. Das 9-Euro-Ticket war dabei für uns ein Segen, weil wir so ohne Probleme andere Freiwillige aus anderen Seminargruppen besuchen konnten, als auch quer durchs Land zu unseren Eltern reisen konnten. Als Letztes spielt auch die Kapazität im FEJ und in den Freiwilligendiensten allgemein eine Rolle. Wenn wir uns die Bewerberzahlen im Vergleich mal zu den Plätzen anschauen, so begegnen uns bundesweit rund 12.000 Bewerbungen auf rund 3.000 Plätze allein im FEJ. Und wir sind mit Abstand der kleinste Freiwilligendienst. Da muss Abhilfe geschaffen werden, nicht nur in der Platzzahl, sondern auch bei den Trägern, um das Betreuungslevel mindestens zu halten, tendenziell sogar auszubauen. Ich hoffe, Sie konnten anhand meiner Schilderung nachvollziehen, warum Freiwilligendienste extrem wichtig sind für unsere Gesellschaft und einen Einblick in das Denken der Freiwilligen selber zu bekommen. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, heute diese Perspektiven von Freiwilligen mit Ihnen zu teilen
und appelliere an Sie, auch in Zukunft an uns heranzutreten, denn am Ende sind wir die Zukunft der Gesellschaft. Dankeschön. Herr Rating, vielen Dank für Ihre Ausführungen und vor allem für Ihre Unbeirrbarkeit, als es plötzlich finster wurde. Wir wollten Sie nicht unterbrechen, deswegen und jetzt mit Lichtspielerchen machen. Ich würde ganz kurz unterbrechen. Ah, das war leichter als gedacht. Ich habe gedacht, wir müssten hier groß rumprobieren. Passt es so? Passt es so auch für die Kameras von der Lichtintensität jetzt? Ja, ich sehe Nicken. Dann prima, dann machen wir nahtlos weiter. Also nochmal herzlichen Dank. Frau Schneider, aus der turnerischen Sicht. Sehr geehrte Frau stellvertretende Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Ich möchte mich auch ebenfalls bedanken, dass ich heute hier mit Ihnen nicht nur über junges Engagement, sondern als junge Engagierte mit Ihnen sprechen darf. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Julia Schneider, ich bin 31 Jahre alt und von Berufswegen Gymnasiallehrerin für Mathematik und Sport. Warum ich heute hier sitze, ist aber nicht der Beruf, der mich irgendwie dafür qualifiziert, sondern seit September 2021 bin ich Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend und gleichzeitig Mitglied im Präsidium des Deutschen Turnerbundes. Der Deutsche Turnerbund ist der zweitgrößte Spitzensportverband in Deutschland und zuständig für 23 Sportarten in 18.000 Vereinen. Als Deutsche Turnerjugend sind wir die politische Interessensvertretung für knapp 2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland und beschäftigen uns überwiegend mit den Schwerpunktthemen Kinderturnen, also eine motorische Grundlagenausbildung möglichst für alle Kinder, und der Engagementförderung. Eine wichtige Säule bei uns in der Engagementförderung ist unter anderem der Bundesfreiwilligendienst, aber eben nur ein Teil der Engagementförderung. Wenn ich meinem früheren Ich sagen würde, dass ich heute hier sitze, eine etwas eher schüchterne, kleine, junge Dame, dann würde sie das wohl kaum glauben. Daher erlauben Sie mir bitte, Sie auf den Weg der kleinen Julia mitzunehmen und auch vielleicht die Reise, die sie in der besonderen Welt des Sports gemacht hat, einmal näher zu bringen. Ich komme aus einer sehr, sehr sportlichen Familie und meinen Eltern war es wichtig, dass ich bewegt aufwachse. Nachdem ich also im Kinderturnen das Bewegungs-ABC erlernt habe und die entsprechenden motorischen Grundlagen aufgebaut habe, bin ich mit ungefähr 6 Jahren zum Turnen gekommen. Heute bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich da in der ganzen Zeit unterstützt haben, mich 3-mal die Woche zum Training gefahren haben, mir Wettkämpfe ermöglicht haben. Heute weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das schon gar nicht für alle Kinder überhaupt möglich ist. Ich war nie die beste Turnerin, aber irgendwie immer solide in der Mannschaft. Und der Grund, warum ich wahrscheinlich dabei geblieben bin, war es, dass ich eine zweite Peer Group hatte. Neben der Schule eben einfach ein Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich Gemeinschaft erfahren konnte. Und bei uns im Verein war es recht üblich, dass wenn man dann ungefähr 13, 14 war, dass man dem Verein was zurückgibt. Ich habe eine Kampfrichterlizenz gemacht, habe quasi an den Wochenenden ehrenamtlich als Kampfrichterin jüngeren Gruppen unterstützt, dass sie ihre Wettkämpfe durchführen konnten. Ich habe recht schnell meine eigene Kinderturngruppe übernommen, als Übungsleiterin gearbeitet und eben später auch entsprechende Lizenzen im Gerätturnen gemacht. Und das hat sich eigentlich über meine gesamte Schulzeit hinweggezogen. Wenn man sich im Sport qualifiziert, gehört es auch dazu, Lizenzen zu verlängern. Und so war es ungefähr 2010, ziemlich genau die Zeit, wo ich auch Abitur gemacht habe, dass ich auf so einer Fortbildung war, die von der Märkischen Turnerjugend angeboten wurde, also eine unserer Landesjugenden. Und hier gab es eine spannende Gelegenheit, nämlich war Teil dieser Fortbildungsqualifikation auch die Teilnahme an der Märkischen Turnerjugend-Vollversammlung. Und wie der Zufall es so wollte, fand ich die Leute, die dort agiert hatten, irgendwie total nett und cool und hatte das Gefühl, dass ich da gern dazugehören möchte. Und zufällig waren bei der Wahl noch 2 Beisitzerposten frei. Und ich habe die Chance ergriffen und habe gesagt, ja, das finde ich gut. Warum nicht auch den nächsten Schritt gehen, auf Landesebene mich zu engagieren? Und habe genau das getan. Ich hatte die Möglichkeit, dort recht niederschwellig auf die Arbeit eines Vorstandes auf Landesebene hineinzuschauen. Ich war bei Betreuung von Ferienfreizeiten dabei, konnte quasi also wieder anderen Kindern die Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Teil der Vorstandsarbeit auf Landesebene ist es ebenfalls, auch auf Veranstaltungen der Bundesebene teilzunehmen, also die nächsthöhere Ebene. So war es, dass es im Herbst 2012 eine Veranstaltung der Deutschen Turnerjugend gab,
unsere sogenannte Herbsttagung, wo es einfach verschiedene Workshops gab, in denen man sich mit Themen auseinandersetzen konnte, die einem besonders lagen. Ich habe recht schnell festgestellt, dass das Kinderturnen, also eben Kinder bewegen, genau das ist, was ich gerne mache und was mir eine Herzensangelegenheit ist. Nach der Veranstaltung erhielt ich einen für mich recht überraschenden Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, das, was ich auf Landesebene gemacht habe, vielleicht auch ganz unverbindlich für ein Jahr lang als Vorstandsassistent auf Bundesebene machen möchte. Und auch hier bot sich wieder eine Gelegenheit und ich habe das gemacht. Als Vorstandsassistentin der Deutschen Turnerjugend konnte ich auf Turnfesten miterleben, wie Gemeinschaft noch auf eine ganz andere Art funktioniert, eben nicht nur das Sporttreiben, sondern eben das Miteinander, Übernachten in Schulen und der Glaube daran, dass man sich für eine gemeinsame Sache einsetzt und bewegt. Also ich kann alle herzlich dazu einladen, mal an einem Turnfest teilzunehmen. Der Spirit auf dieser Veranstaltung ist unfassbar. Ansonsten habe ich die Vorstandsarbeit kennengelernt, verschiedene Bereiche und konnte so langsam reinschnuppern. Ziemlich genau vor Ende dieses Jahres dachte ich schon so, Mensch, wie geht's denn weiter? Es wäre eigentlich schade, wenn die tollen Erfahrungen, die ich in dem Jahr gemacht habe, irgendwie dann nicht mehr da sind. Das heißt, man arbeitet ja auch nicht nur mit Vorstandskollegen, sondern auch mit Freunden zusammen. Und ich bin dem damaligen Vorstand sehr dankbar, dass man festgestellt hat, dass ich aufgrund meines Berufes im Bereich Bildung durchaus Expertise mitbringe und wurde dann für 2 Jahre für den Bereich Bildung kooptiert. Anschließend war uns der Bereich so wichtig, dass es den auch als gewähltes Vorstandsamt gab. Mein Vorgänger im Bereich Kinderturnen, ein sehr guter Freund von mir, ist dann aus unserem Vorstand ausgeschieden und ich war sehr stolz darauf, dann in seine Fußstapfen treten zu dürfen, um dann weiter das Kinderturnen in der Deutschen Turnerjugend voranzubringen. Eben die Herzensangelegenheit, die ich schon angesprochen hatte. Ja, und dann letztes Jahr, 2021, stand der Vorsitzposten zur Verfügung und gemeinsam mit meinem Kollegen sind wir eben jetzt Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend, vertreten 2 Millionen Kinder und Jugendliche. Und all diese Gelegenheiten, also es gab nie irgendwie einen Plan, wie ich da hinkomme oder was der nächste Schritt sein könnte oder wo das irgendwann mal hinführt, den gab es nicht und den gibt es auch bisher nicht. Sondern es waren eigentlich immer 2 Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Zum einen der Spaß an der Sache. Das heißt, ich habe dort mit Freunden zusammengearbeitet. Ich habe ein unfassbar tolles Netzwerk aufbauen können und hatte gleichzeitig das Gefühl, dass ich in meiner Freizeit Gutes tun kann, nämlich der Gesellschaft was zurückgeben. Und ich habe mich persönlich unfassbar weiterentwickelt. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren, ich bin auch jetzt heute noch sehr aufgeregt, aber ich glaube, vor 2, 3 Jahren wäre das heute hier noch schwieriger geworden für mich. Und dass man eben mit so jungen Jahren irgendwo auch einfach im Bundestag sprechen kann, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und ich kann es nur mit den Worten einer Kampagne des Landessportbunds NRW sagen, das habe ich im Sport gelernt. Heute investiere ich ungefähr 15 Stunden in der Woche neben meinem Vollzeitberuf als Lehrerin in mein Ehrenamt. An dieser Stelle eben auch ein Dank an meinen Dienstherrn, der mich für den Tag heute hier freigestellt hat, denn auch das ist leider nicht jedem möglich, unter der Woche mal eben schnell das Ehrenamt auszuüben. Genau, mein ehrenamtliches Engagement ist heute deutlich politischer als früher, aber deshalb nicht weniger vielfältig und mindestens genauso wichtig. Ich stehe dafür ein, dass möglichst alle Kinder bewegt aufwachsen und genauso tolle Geschichten schreiben können wie die kleine Julia, von der ich eben berichtet habe. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal Bezug nehmen zu meiner Stellungnahme, die Sie ja schon vorliegen haben, und fordere Sie hiermit auf, den 2 Dingen, die ich dort beschildert habe, nämlich Engagementfelder sicherzustellen, das heißt Gelegenheiten zu schaffen, wo sich junge Menschen engagieren, sowohl niederschwellig, aber auch langfristig, diese eben sicherzustellen. Und dafür brauchen wir neben dem Ehrenamt auch gut funktionierendes Hauptamt. Wir haben es auch in den anderen Sachverständigen gerade schon gehört, Unterkünfte für Tagungen, aber auch eben grundsätzlich der Personalaufwand etc. werden immer teurer. Und der KJP, der Kinder- und Jugendplan des Bundes, wurde seit Jahren nicht angepasst. Wir würden uns eine Dynamisierung des KJP wünschen, um entsprechend auch langfristig hier Engagementfelder sicherstellen zu können und auch die ehrenamtliche Arbeit, die wir eben leisten, auch durch ein entsprechendes hauptamtliches Personal und Projekte unterstützen zu können. Und des Weiteren braucht es Engagementräume. Ich glaube, wenn es damals die Turnhalle nicht gegeben hätte, die irgendwie 3-mal in der Woche zur Verfügung stand, wo ich mit Freunden turnen konnte, dann würde auch ich heute hier nicht sitzen. Und deshalb
wünsche ich mir eine Anerkennung des Sports als wichtigen Beitrag unserer Zivilgesellschaft und damit auch, dass Sportstätten sicher und verlässlich möglichst dauerhaft zur Verfügung stehen, dass sie nicht zweckentfremdet werden und bestenfalls sogar ausgebaut werden. Wir sind aktuell schon wieder dabei, Veranstaltungen abzusagen. In unserem Fall ist es zum Beispiel eine Veranstaltung, wo jährlich 1500 Kinder und Jugendliche zusammenkommen und eben nicht nur einen Wettkampf durchführen, sondern auch einfach gemeinsam ihre Sportart feiern und machen uns einfach große Sorgen, dass wenn sowas jetzt wieder passiert, solche Veranstaltungen vielleicht zukünftig nicht mehr da sind. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Rückfragen. Vielen Dank, Frau Schneider, für diesen sehr persönlichen Bericht, ebenso wie der von Herrn Rating, der, glaube ich, noch mal sehr, sehr intensiv zeigt, wie sich Biografie auch entwickelt, wie sich Persönlichkeit entwickelt durch Engagement und im Rahmen der Freiwilligkeit oder in freiwilligen begleiteten Formaten dann halt eben noch mal ja, die persönlichen Herausforderungen möglicherweise auch angeleitet überwinden können oder neue Perspektiven dazu zu gewinnen. Ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, da sind wir uns hier alle einig. Aber sicherlich gibt es konkrete Fragen an die Traditionell dürfte die SPD den Aufschlag machen. Ich begrüße in unserer Runde Felix Döring in Vertretung von Erik von Malotki, der der muss jetzt gerade eine Rede halten im Parlament, deswegen muss er kurz weg. Dann Helge Lind, bitte. Ich muss auch gleich verschwinden, weil ich auch ein anderes Ich habe, das kultur- und medienpolitisch gleich im Einsatz ist. Deshalb muss ich mich vielmals entschuldigen. Das ist also strukturelle Unhöflichkeit, aber das lag nicht an den Vorträgen. Ich habe nur einen konkreten Punkt, weil mich das in meiner dritten politischen Identität, nämlich der Migrations-, Integrations- oder wie wir es immer so schrecklich nennen, Politik sehr interessiert, nämlich die Frage der Umsetzung der Diversität. Also was wünschen Sie sich da politisch an Rahmenstellung, aber wie können Sie selber auch Zugänge finden dazu? Und ich meine Diversität umfassend, also auch unterschiedliche soziale Lagen betreffend, wie auch die Frage, dass Menschen mit internationaler Familienbiografie noch stärker diese Möglichkeiten nutzen können. Ich sehe da eine wichtige Aufgabe auch aus dem Bereich Bürgerbeteiligung. Zeigt sich da zum Beispiel, dass es da auch durchaus Defizite gibt und bestimmte Angebote einfach nicht wahrgenommen werden, sodass dann theoretisch inklusive Aktionen am Ende faktisch exklusiv werden, weil der Abstand zwischen den gut Beteiligten und schlechter Beteiligten so wächst. Deswegen meine Frage dazu. Vielen Dank. Dann hatte ich nahezu gleichzeitig gesehen, wer war das von euch beiden? Ach so, ja. Gut, dann machen wir die Frage. Ja. Ich würde gerne auch eine Frage stellen, und zwar geht die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung mit einem anderen Schwerpunkt. Können Sie was sagen, Herr Rating, Sie haben es, glaube ich, auch angesprochen, zum Thema sozioökonomische Zusammensetzung. Also wie ist da Ihr Eindruck gewesen aus der Zeit, in der Sie dieses freiwillige Jahr gemacht haben? Und was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, dass diese sozioökonomische Zusammensetzung diverser wird? Sprich, dass eben nicht nur die Tochter des Arztes und der Sohn des Rechtsanwaltes ein solches freiwilliges soziales Jahr macht und danach studieren geht, sondern dass das auch breiter in der Gesellschaft ist. Und meine zweite Frage würde an die Deutsche Turnerjugend gehen. Wenn ich richtig zugehört habe, waren Sie die Einzige, die nichts zum Pflichtjahr gesagt hat oder zu dem Gesellschaftsjahr, wie es ja die Union nennt. In meinen Gesprächen mit Vereinen vor Ort, insbesondere aus dem Sport, höre ich immer, dass man so etwas eigentlich befürwortet. Was sagen Sie persönlich und die Deutsche Turnerjugend eigentlich dazu? Dann die Grünen bitte. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind allesamt. Ich freue mich. Genau, ich würde gerne einmal mit den TrägerInnen beginnen, die hier sind. Und zwar hat Frau Bisping ja auch selber angesprochen, dass es durchaus auch darum geht, Freiwilligendienste etwas bekannter zu machen, weil es also A,
auch aus ökonomischen, aus Diversitätsgründen vielleicht für fast 70% der jungen Menschen überhaupt keine Option ist, das zu machen. Und andererseits aber auch die Möglichkeit dafür im Zweifel gar nicht bekannt ist. Deswegen wüsste ich gerne, was über diese Website hinaus, die Sie ja angesprochen hatten, eventuell auch so in der Befähigung des Bundes liegt, da zu unterstützen und zu helfen. Und das dockt ja vielleicht auch so ein bisschen an diese Pflichtdienstdebatte. Die Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft. Die drei, die jetzt dazu schon was gesagt haben, sind sich mit zumindest der Grünen Fraktion dann an der Stelle sehr einig, dass das mit dem Pflichtjahr vielleicht nicht so die beste Idee ist. Ich halte es im Übrigen für unbezahlbar. Trotzdem ist natürlich die Frage nach dem Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst total interessant. Und ich wüsste in diesem Zusammenhang aber gerne, ich finde meine Frage schnell wieder, wie lange würde das eigentlich dauern, die Strukturen insofern zu erweitern bei den TrägerInnen, dass es überhaupt möglich ist, diesen Rechtsanspruch, mal gesetzt den Fall, wir hätten das Geld im Bund dafür, so fertig zu machen, dass das tatsächlich Realität werden kann. Also wie realistisch ist das? Was sagen die TrägerInnen dazu? Das würde mich sehr interessieren, weil dann können wir, glaube ich, besser an einem Strang ziehen in Bezug auf den Rechtsanspruch. Und dann möchte ich mich gerne aber auch noch an die beiden Jugendlichen hier im Raum wenden. Vielen Dank. Bitte? Genau, und zwar vielen Dank für die Berichte. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich und auch sehr wichtig, dass wir eben nicht immer nur über die Ehrenamtlichen und mit den TrägerInnen sprechen, sondern auch mit den Ehrenamtlichen selbst. Genau, an Herrn Rating, da würde ich gerne einmal die Frage stellen, welche Themen brennen denn gerade auch so im SprecherInnenrat ganz oben auf? Was sind die politischen Setzungen, die ihr auch fordert an der Stelle? Also ich weiß aus unserem persönlichen Gespräch, dass es da durchaus um zum Beispiel die freie Fahrt für Freiwillige ging und so weiter und wüsste einfach gerne jetzt auch in Anbetracht der Polykrise, die uns vorliegt, was sozusagen einfach die brennendsten Punkte sind. Und genau, ob Sie dazu noch etwas sagen könnten an der Stelle. Und an Frau Schneider zu guter Letzt, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so in die Länge ziehe, aber es waren so umfassende, schöne Beiträge. In der Stellungnahme, die Sie mitgeschickt hatten, haben Sie auch viel über die strukturfernen Zielgruppen gesprochen. Das hat mich zuerst ein bisschen verwundert, weil in meinen Augen gerade der Sport ja durchaus in der Breite der Bundesrepublik mit am besten vertreten ist, im Gegensatz zu Kultureinrichtungen zum Beispiel, die man auf dem Land eher weniger findet. Und ich wüsste einfach gerne, ob Sie das einfach noch einmal genauer definieren können, was da auch so die Vorstellungen sind und beispielhaft herausstellen könnten, was da so Ihre Lösungsansätze für die Erreichung dieser Zielgruppen wären. Genau, und welche Hauptproblematiken sich dabei ergeben. Dankeschön. Gut, das war jetzt eine ganze Menge. Bevor ich also weitere Wortmeldungen aufrufe, würde ich denen die Beantwortungsrunde geben wollen. Sie sind alle angesprochen worden, vielleicht nicht länger als 5 Minuten, wenn das machbar ist. Ja? Ich versuche es. Entschuldigung nochmal für das Überziehen. Alles gut, haben alle überzogen. Genau. Ja, da waren jetzt ganz viele verschiedene Aspekte genannt. Also vielleicht erst mal vorneweg. Den Punkt, den ich in dem Vortrag noch mal genannt hatte, der beantwortet so ein paar Fragen teilweise mit und den will ich auch noch mal unterstreichen. Also die Zielgruppe tatsächlich in den Freiwilligendiensten hat sich wirklich noch mal verändert. Also wir haben jetzt mittlerweile einfach noch mal die Situation, dass wir in den Seminaren teilweise irgendwie mit Panikattacken, Angststörungen und so weiter konfrontiert sind. Das ist einfach eine lange Liste, die wir da haben, mit denen die Pädagoginnen arbeiten müssen. Und teilweise ist es für uns dann immer so ein bisschen schwierig. Also wir kennen ja diese Diskussion rund um die elitären Freiwilligendienste. Da ist auch ganz viel dran. Also wir haben tatsächlich auch eine unterrepräsentierte Schülerinnen aus der Hauptschule. Es sind ganz viele Abiturientinnen dabei. Der Trend ist aber rückläufig, muss man sagen, an der Stelle. Aber wir haben tatsächlich auch jetzt schon eine viel diversere Zielgruppe, will ich sagen, als wir vielleicht noch vor 10 Jahren hatten. Es fühlt sich für uns nicht wirklich sehr nach einer Elite-Zielgruppe an, sondern wir haben natürlich ganz viele tolle junge Menschen dabei, aber die bringen alle ganz viele persönliche eigene Themen mit. Und wir spüren tatsächlich schon auch durch Corona, dass sich da die Situation noch mal verschärft hat.
Ja, ich kann vielleicht noch sagen, so zu diesem Thema sozioökonomische Diversität, dass wir bewusst Fragen rund um den Migrationshintergrund nicht so richtig erheben. Das ist zwar in der Statistik vom Bund mit abgefragt, aber es gibt einfach einige Träger, die sich damit schwer tun, weil das einfach so ein bisschen in die persönliche Lebenswelt der Freiwilligen auch eingrifft und das auch eine Frage der Diskretion ist, dann einfach zu sagen, okay, interessiert euch für einen Freiwilligendienst, ihr seid herzlich willkommen und da quasi weniger ja, irgendwie die persönliche Lebensgeschichte aufrollen zu müssen. Genau. Es gibt aber ganz viel, was man machen kann. Tatsächlich vor allem natürlich informieren. Wir sind da noch in den Kinderschuhen tatsächlich. Deswegen ist das, was ich auch erwähnt hatte, diese Plattform freiwillig-ja.de, das ist für uns was recht Großes. Also wir arbeiten da trägerübergreifend zusammen und es war längere Zeit nicht so leicht, als Freiwilliger zu einem entsprechenden Angebot zu kommen, wenn man nicht schon genau wusste, sozusagen, wo man einen Freiwilligendienst dann tatsächlich machen will. Jetzt gibt es halt eine zentrale Plattform und das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, den wir auch, also den ich auch da an der Stelle nochmal unterstreichen will. Was ein großer Hemmschuh für uns nochmal ist, der auch dazu führt, dass wir unter unseren Möglichkeiten auch bleiben, was den Ausbau angeht, ist eben dieses Thema, alles, was dem Freiwilligendienst vorgelagert ist. Also sozusagen alles, was die Träger und die pädagogischen Fachkräfte machen, bevor der Dienst tatsächlich startet. Das heißt, Bewerbungsphase, mit den Einsatzstellen sprechen, ob sie überhaupt offen sind für Freiwillige, die jetzt vielleicht nicht die klassische Abiturientin-Situation irgendwie im Hintergrund haben. Das erfordert alles einfach natürlich nochmal ein Tun vorneweg. Und das ist nicht refinanziert und das war es auch nicht. Und das ist natürlich auch nicht für unterrepräsentierte Zielgruppen. Wir versuchen da seit längerem schon irgendwie einen Schritt weiterzukommen, aber tatsächlich ist das ein strukturelles Hindernis, was wir nicht so richtig überwinden können. Ja, dadurch, dass sich die Zielgruppe aber an sich sozusagen etwas ändert, haben wir, sage ich mal, unsere Baustellen nicht nur in dem Bereich, da jetzt quasi zusätzlich noch zu gucken, wen wir in die Freiwilligendienst reinbringen können, sondern sind schon mit der Situation, wie sie aktuell ist, gut beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ne? Und versuchen halt tatsächlich, die Freiwilligendienste in der Breite auch mehr auszubauen. Es gibt ganz tolle Ideen bei einzelnen Trägern, also dass man einfach mehr wegkommt auch von diesem Thema, ich bewerbe mich auf einen Freiwilligendienst, sondern eher sagt, okay, das ist jetzt irgendwie, ich check mich ein für einen Freiwilligendienst, ja, damit man sich da auch einfach, damit die Hürden einfach auch nochmal geringer werden, sich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden. Aber ganz entscheidend ist natürlich auch das Thema, kann ich mir einen Freiwilligendienst leisten? Ich glaube, das ist irgendwie klar, ja. Wir sind da natürlich auch immer wieder mit den Rückfragen von den Freiwilligen selbst auch konfrontiert und von den Sprecherinnen auch. Ne? Das ist ein geringes Taschengeld. Man muss sagen, Freiwillige sind halt keine Arbeitnehmer in dem Sinn und sollen es auch nicht sein. Ein Freiwilligendienst ist ein bürgerschaftliches Engagement. Man bekommt eine Aufwandsentschädigung dafür. Und ja, das ist eben das Taschengeld. Es ist halt ganz wichtig für uns, dass wir den Freiwilligen dann auf anderen Wegen entgegenkommen und denen die entsprechende Anerkennung entgegenbringen. Und das ist natürlich für alle Freiwilligen. Und ja, da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Der Herr Jax hat es ja vorhin auch noch mal gesagt. Ne, Idee Bundespräsident schreibt an, ist natürlich eine Idee, die ganz toll ist. Es gibt viele Bürgermeisterinnen, die Urkunden verteilen an die Freiwilligen. Es kommt auch darauf an, dass sie entsprechend die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu profitieren von den Bonierungen für zulassungsbeschränkte Hochschulgänge, Studiengänge. Das ist auch nochmal ein Punkt. Aber das Taschengeld ist natürlich auch ein ganz richtiger, wichtiger Punkt. Und da gab es schon einen tollen Vorschlag 2018 von der damaligen Familienministerin, dass man beispielsweise ein Freiwilligengeld einführt von 402 Euro, was dann komplett durch den Bund übernommen ist. Das hat uns damals gefreut. Das war auch in Verbindung mit dem Rechtsanspruch irgendwie eine total interessante Sache. Ja, ich denke vor allem Rechtsanspruch mit Blick darauf, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung was ändern könnte. Das ist, denke ich, das Spannende daran. Ne? Natürlich allein ein Rechtsanspruch, damit ist es nicht getan. Ich muss mir den Freiwilligendienst ja trotzdem leisten können. Aber im Endeffekt ist das dann das Entscheidende, dass man dadurch nochmal eine Aufmerksamkeit für die Freiwilligendienste herstellt. Und die haben wir halt momentan nicht. Ne? Also wir haben halt natürlich die Pflichtdebatten. Wir können gucken, wie sind die Zustimmungsraten zum Pflichtdienst. Die sind natürlich hoch. Ne? Also wenn man die Jugendlichen fragt, viele sind da
Bei vielen trifft diese Idee auf offene Ohren. Und das natürlich auch mit gutem Grund. Das ist völlig nachvollziehbar, dass das so ist, weil viele einfach den Freiwilligendienst nicht kennen. Ne? Also es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern. In einigen Bundesländern machen 12% der Schulabgängerinnen einen Freiwilligendienst, in anderen sind es nur 3%. Und daran sieht man alleine schon, dass da noch viel Potenzial ist, sozusagen. Da müsste man auch einfach eng mit den Ländern zusammenarbeiten und entsprechend aktiv werden in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder zu lange geredet. Ich mache einfach mal einen Stopp. Aber noch eine konkrete Nachfrage. Es war nach der Dauer der Aufbauzeit. Wenn es einen Rechtsanspruch gäbe, wann könnte das realisiert sein? Ja, das ist eine gute Frage. Genau. Also das ist natürlich schwer zu beantworten. Ne? Also wir sagen, wir haben Bewerbungen, natürlich viele Bewerbungen auf einen Platz. Der Ben Rating hat es ja vorhin noch mal erwähnt, im FEJ insbesondere ist die Nachfrage noch mal besonders hoch. Das heißt, die Nachfrage ist da, die Einsatzstellen sind auch da. Wenn wir jetzt es noch schaffen, genügend junge Menschen aufmerksam zu machen auf das Angebot, dann können wir auf jeden Fall die Raten steigern. Aber inwiefern jetzt, also da würde ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht festlegen können. Es ist natürlich ein Versuch, den man dann als Gesellschaft auch irgendwie wagen muss. Und natürlich gibt es auch gute Gründe, sich gegen den Freiwilligendienst zu entscheiden. Ja, wenn man tatsächlich irgendwie lieber eine Ausbildung macht oder direkt das Studium anfängt, ist es natürlich auch sehr legitim. Wir werden jetzt nicht die ganze junge Generation dazu bringen, einen Freiwilligendienst zu machen. Das soll auch nicht so sein. Es gibt auch noch andere Engagementformen, die natürlich spannend sind. Aber es ist einfach noch so viel braches Potenzial da, was nicht ausgeschöpft ist. Und das ist das, was uns natürlich einfach irgendwie mit Blick auf diese Pflichtdebatten dann auch immer wieder so ein bisschen wundert, dass man da nicht einfach erstmal guckt, dass die Strukturen, die schon da sind, sozusagen nochmal besser ausnutzt, damit wir einfach auch entsprechend Öffentlichkeitsarbeit überhaupt machen können und die Menschen ansprechen können. Das ist momentan einfach gar nicht so richtig möglich. Und trotzdem ist die Nachfrage extrem hoch. Die Weiterempfehlungsquote ist extrem hoch. 98% aller Freiwilligen empfehlen Freiwilligendienst weiter. Ich glaube, ja, frag mich, ob müsste man sich jetzt angucken, wie die Weiterempfehlungsquoten in anderen Bereichen sind. Aber mir kommt das schon sehr hoch vor, muss ich sagen. Von daher, ja, irgendwie Strukturen. Können Sie eine Relation sagen, wie viele Bewerber müssen Sie ablehnen? Jeden dritten. Genau, also es kommen 3 Bewerbungen auf einen Platz. Natürlich gibt es auch immer mehr junge Leute, die sich an mehreren Stellen bewerben. Das muss man schon auch sagen. Also nicht jeder, der sich bewirbt, ist dann tatsächlich auch der dann vor Ort irgendwie da ist. Aber wir haben immer noch eine zunehmende Bewerberzahl. Wir haben natürlich große Schwankungen auch vor Ort, also regional. In Ballungsgebieten funktioniert das besser als im ländlichen Raum, muss man auch sagen. Genau, also das entwickelt sich sozusagen auch nicht durchschnittlich über die Bundesrepublik hinweg, sondern da gibt es natürlich auch einfach regional starke Unterschiede. Genau. Sie was zu ergänzen, Herr Jax? Ja, ich würde auch gerne da auf die einzelnen Aspekte eingehen. Das Thema Diversität ist tatsächlich ein sehr wichtiges. Wir haben da große noch Herausforderungen vor uns und haben aber auch einen Bereich der Diversität, wo wir im FIJ auch schon ganz gut dastehen, noch nicht da, wo wir hingehören, wo wir hin sollten. Und das ist, dass wir Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund doch auch zu relativ großen Zahlen auch in dem FIJ drin haben. Dass die Wege da in das Auslandsjahr sind dann doch auch für viele naheliegend. An der Stelle sind wir schon ein gutes Stück des Weges, den wir da machen sollten, vorangekommen, haben aber auch die Situation, dass wir als Träger natürlich gefordert sind, uns als Organisation diversitätsorientiert aufzustellen, uns zu hinterfragen, uns zu gucken, wie wir auch auf Menschen zugehen, wie wir nach außen wirken. Wir haben eine Situation, die Frage war, ja, was kann helfen? Dass genau eine Einladungskultur, wie ich sie jetzt mit dem Vorschlag des Briefes des Bundespräsidenten beschrieben habe, und das geht natürlich auch 1-2 Nummern kleiner, aber das kann man eine Einladungskultur, die Freiwilligendienste im Inland und im Ausland bei den jungen Leuten bekannter macht und dafür wirbt, dass die, glaube ich, auch dazu führen kann und dass wir auch im Zuge auf der Diversität auch nochmal andere Menschen auch erreichen und ansprechen können.
Wir haben auch das Phänomen, dass wir mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit psychischen Vorerkrankungen in den internationalen Programmen haben und die auch entsenden, natürlich auch nach Abklärungen. Und das ist im Zuge der Pandemie deutlich angestiegen. Wir haben einen Bereich, der klein, aber sehr fein ist, keine großen Zahlen, aber dass sich eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren gegeben hat, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den internationalen Programmen auch tätig sind und dass da Wege geschaffen wurden, ob gehörlos oder mit Rollstuhl oder mit anderen Dingen. Das sind jetzt nicht die sozusagen die großen statistischen Zahlen, sondern da geht es dann um den einzelnen Menschen. Um das an der Stelle zu sagen. Und Rechtsanspruch auf eine Förderung. Natürlich braucht es eine Vorlaufzeit, Plätze aufzubauen, und weil da ja Partnerschaften dahinter stehen. Und ich würde mal sagen, wenn wir 2 bis 3 Jahre Zeit haben, um richtig aufzubauen, und wenn wir wissen, dieser Rechtsanspruch kommt, dann würden wir nach einem Jahr schon einen wesentlichen Platzaufbau haben und nach 2 bis 3 Jahren dann ganz auch eine Dynamik im Trägerfeld. Weil die Situation ist ja heute so, dass ich als Trägerorganisation nicht einfach Partnerschaften, das sind ja Investitionen, also ich muss da ja viel reinstecken, aufbauen kann, und nachher habe ich gar keine Kontingente und keine Förderung dafür. Und wenn ich da eine Verlässlichkeit habe, dann werden die Träger, die es gibt, die es heute gibt, die heute tätig sind, da noch vieles aufbauen. Dann werden auch neue Organisationen dazustoßen, die heute sagen, den Freiwilligendienst, den habe ich noch nicht als Feld so drin. Das hatten wir beim BFD auch schon mal erlebt, dass da ganz, ganz neue auch Akteure mit ins Feld gekommen sind. Und ich glaube, dass man dieses Wagnis wagen kann. Und vielleicht muss nicht im ersten Jahr der Brief des Bundespräsidenten verschickt werden, sondern man könnte da noch mal, wenn man diesen großen Schritt wagt, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt diese Pflichtdienstfrage sich stellt, da steckt ja auf allen Seiten wirklich das, was dahinter, nämlich diese Qualitäten, die in dem freiwilligen Jahr oder in dem Dienst drin stecken, zu würdigen und in die Breite zu bringen. Und wenn man da bereit ist, als Gesellschaft mehr zu tun, dann wäre wirklich so ein erster Schritt, ein freiwilligen Jahr einfach mal diesen Anspruch schaffen, die Mittel, die man dafür vorsieht, zu verdoppeln und die Bedingungen ein Stück zu verbessern. Und dann könnte man auf diesem Weg gehen. Da auch noch mal eine konkrete Nachfrage. Nehmen Sie auch wahr, wie Frau Bisping, dass sich das Teilnehmerfeld verändert, dass andere gesellschaftliche Gruppen jetzt auch verstärkt die Programme wahrnehmen? Also wir haben, wie gesagt, in die Situation, dass wir, wie ich das auch schon ausgeführt habe, dass wir vermehrt auch Menschen haben, die junge Leute, die mit einer psychischen Vorbelastung kommen und mit diesem Rucksack. Das war früher so nicht in dem Maße der Fall. Wir haben gewisse Verschiebungen, dass uns zum Beispiel junge Menschen sagen, für mich ist vielleicht der Dienst in Europa attraktiv, weil ich da nicht in den Flieger steigen muss. Das sind so Trends, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die sozusagen von der Straße direkt auch zu uns als Träger kommen, wo wir uns dann auf den Weg machen, zu schauen, welche auch weiteren Wege kann man auch ohne Flugzeug machen. Und vielleicht geht das auch bis Georgien und muss nicht in Frankreich und in Portugal Halt machen. Dankeschön. Herr Harting, Frau Schneider, Sie waren angesprochen, welche Themen brennen. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Nein, die beiden müssen antworten. Welche Themen brennen uns in den Fingernägeln? Also klar, Finanzierung, gerade multiple Krisen, irgendwie ist bei jedem irgendwie auf dem Thema. Das heißt, auch wir sind da nicht blind dran vorbeigestolpert. Demdessen spielt uns eben, und das, da kann ich jetzt vor allem fürs FJ sprechen, diese Mobilitätsfrage einfach unglaublich entscheidend, weil wir einfach doch gerade im FJ, glaube ich, auch höher als im FSJ einfach die Anzahl an Menschen ist, die irgendwie verreisen oder quer durchs Land ziehen, um einen Freiwilligendienst zu machen. Ich hatte eine Seminargruppe in Schleswig-Holstein, wir waren knapp 30 Freiwillige, ich glaube, wir hatten 2 aus Schleswig-Holstein dabei, der ganze Rest kam aus anderen Bundesländern. Das vielleicht mal so als Beispiel. 9-Euro-Ticket war genial. Wir haben vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Züge so voll wurden. Ich würde es nicht ausschließen. Aber dafür eine Nachfolge wäre für uns großartig.
Weil bei dem, was wir bekommen, ist es halt einfach nicht ohne Zuschuss drin, dass man regelmäßig seine Eltern sehen kann. Ich glaube, das ist verständlich für alle, dass regelmäßiger Kontakt zur Familie doch irgendwie ganz, ganz nett ist und ganz schön ist. Das heißt, das ist irgendwie für uns super wichtig. Dream, so mal richtig groß gedacht, irgendwann freie Fahrt für uns tatsächlich so. Dass das aktuell nicht umsetzbar ist, völlig verständlich. Nur eine bezahlbare Alternative für das oder Nachfolgeprozessprogramm fürs 9-Euro-Ticket wäre das, was uns super, super wichtig wäre. Diversität, ich kann es nur so weit sagen, in den engagierten Gruppen, in denen ich war, war es halt alles doch sehr homogen. Das heißt, auch da, das nervt uns eigentlich so richtig. Es nervt uns innerlich, dass wir da nicht mehr Diversität haben und nicht mehr Menschen abbilden können. Das heißt, da sind wir irgendwie so groß dabei und versuchen irgendwie was zu bewegen und bewegen uns da ja auch irgendwie nochmal zwischen Trägern und Träger haben auch irgendwie noch ein bisschen Anspruch als wir, weil am Ende sind wir die, die die Freiwilligen stellen und wir, uns stört es uns selber, dass es so homogen ist. Und ansonsten sind es auch viele kleine Randthemen. Also wie schaffen wir es zum Beispiel langfristig das, was wir erarbeiten, jedes Jahr weiterzugeben? Wir uns bewegen die ganzen ökologischen Themen so. Einfach Klimakrise ist gerade verschwunden von der öffentlichen Bildschirme im ökologischen Dienst. Das kann aber nicht sein, weil sie begleitet uns trotzdem und es wird trotzdem schlimmer und man sieht es ja auch so. Also es jetzt ging ja irgendwie wieder die Nachricht, ging es durch die Nachrichten, dass irgendwelche Katastrophen, Klimakatastrophen in Ostasien bewegt sind, was sicherlich irgendwann alles Folgen vom Klimawandel worden sind. Auch wir haben den heißen Sommer gespürt. Das brennt uns natürlich immer noch unter den Nägeln und auch da sind wir irgendwie oder versuchen wir aktiv zu sein. Genau, das vielleicht so mal als grober Umriss neben den ganzen einzelkleinen Sachen, die wir so machen, als Hauptthemen. Genau. Ich würde weitergeben. Okay, vielen Dank. Genau, jetzt kann man mich hören. Sehr geehrter Herr Steiniger, ich würde zunächst erstmal auf Ihre Frage eingehen bezüglich des Pflichtjahrs. Ich möchte mich gar nicht klar für oder gegen ein Pflichtjahr positionieren. Also das ist auch tatsächlich die Meinung der Turnerjugend. Wir können dem durchaus bestimmte Dinge abgewinnen, die wir eigentlich gut finden, nämlich dass wir vielleicht mit so einem Angebot auch Zielgruppen erreichen, die wir eben sonst nicht erreichen, also die eben genau sonst nicht von einem Freiwilligendienst profitieren können. Da wäre ein Pflichtjahr nach der Schule nicht unbedingt mein favorisierter Ansatz. Jetzt habe ich gesagt, ich bin Gymnasiallehrerin. Ich würde den Ansatz gerne viel früher sehen, nämlich in der Schule, vielleicht in einem freiwilligen schulischen sozialen Jahr, also in Form eines Pflichtpraktikums, was jeder sowieso machen muss, meinetwegen zweiwöchig oder schuljahresbegleitend. Wenn ich gucke, wo unsere Schüler in der Schule so ihre Praktikas machen, sind das in der Regel irgendwo Supermärkte, wo sie Regale einräumen. Ich glaube, die Zeit wäre an vielen Stellen deutlich sinnvoller investiert. Und das ist aus Hessen leider ganz schön weit weg. Ich weiß nicht, ob das für alle unsere Schülerinnen und Schüler möglich ist, aber ich werde es auf jeden Fall weitergeben. Und wir hätten halt an der Stelle so den Vorteil, dass wir halt jungen Menschen sehr früh zeigen, wie schön es eigentlich ist, sich sozial zu engagieren, wenn wir es eben schon in den Schulalltag integrieren und sagen, dass Engagement für die Gesellschaft eben einfach dazugehört zum Alltag. Und des Weiteren glaube ich, dass wenn wir das aktuell das Pflichtjahr einführen würden, dass wir das aktuelle System mit der Ausstattung sowohl finanziell als auch personell ausreichend überfordern würden. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. Genau, dann sehr geehrte Frau Fester, vielen Dank auch für Ihre Rückfrage. Ich gebe Ihnen recht, der Sport ist, glaube ich, was das Thema Diversität angeht, vielleicht anderen kulturellen Angeboten etwas voraus. Allerdings muss man, glaube ich, hier auch immer trennen, Sport und Fußball. Ich glaube, der Fußball ist irgendwie ein Sport, dadurch, dass er sehr medienpräsent ist, der irgendwie auch in Kulturen sehr anerkannt ist, die dem Sport sonst vielleicht eher fern sind. Also ich glaube, es hat auch viel was mit der Kultur zu tun. Ich habe vorhin erzählt, dass ich im Sport eigentlich nur gelandet bin, weil es meiner Familie wichtig war oder weil es eben bei uns dazugehört hatte, dass man eben sich bewegt und auch im Vereinsleben tätig ist. Und auch hier vielleicht so ein bisschen wieder die Perspektive auch als Lehrerin. Die Pandemie hat da nicht unbedingt ihr Bestes getan. Also gerade Kinder und Jugendliche aus auch sozial schwächeren Familien oder vielleicht auch mit einem inklusiven Hintergrund. Das Erste, was, glaube ich, irgendwie wegfällt, wenn man sich quasi vielleicht auch, ja, auch mit Blick jetzt auf die Energiekrise vielleicht aufs Sparen konzentrieren muss oder eben auch auf schulische Herausforderungen, die ja für Kinder und Jugendliche auch gestiegen sind, ist es eben dann vielleicht die Zeit zu streichen, die ich sonst im Verein gebracht habe. Also auch bei mir an der Schule sind ganz viele Kinder, die vorher irgendwie im Verein waren, die jetzt nicht mehr
zum Sport gehen, weil sie eben einfach jetzt auch noch Lücken aufholen müssen. Und die Mitgliederzahlen zeigen es auch. Also wir haben teilweise über unsere Länder hinweg Mitgliederschwünde von 10-12%. Und das liegt gar nicht so sehr daran, dass irgendwie unsere etablierten Vereinsmitglieder ausgetreten sind, sondern liegt eher daran, dass teilweise ganze Jahrgänge, vor allem in Kinderturnen, überhaupt gar nicht erst in die Vereine eingetreten sind. Und diese Lücke werden wir auch vermutlich nicht mehr schließen können. Und Sie haben ja auch gefragt, was wir als Ansätze sehen, um eben auch die Diversität bei uns im Verband zu steigern, ist grundsätzlich das Kinderturnen, was wir anbieten, ist per se inklusiv, also für alle da. Das heißt, also es ist egal, welcher Herkunft oder ob das Kind eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung hat. Unsere Angebote und auch unsere Übungsleitungen werden so ausgebildet, dass jeder am Kinderturnen teilnehmen kann. Und ansonsten sind wir als Bundesebene eben auch dafür da, um Projekte und Konzepte zu schaffen, die eben vielleicht dann auch mit Pilotprojekten auf Landesebene auch einfach mal austesten, was gut funktioniert oder wie wir andere Zielgruppen auch erreichen können. Wir haben zum Beispiel ein recht erfolgreiches Projekt, das sind unsere TUJO-Reporter, wo wir junge Menschen dazu befähigen, auf Sportveranstaltungen entsprechend vielleicht Social-Media-Beiträge zu machen oder eben einfach dort wie angehende Journalisten zu arbeiten, und haben dieses Projekt auch versucht, entsprechend mit anderen Zielgruppen zu machen. Wir haben da oft die Probleme, dass wir die Projekte nicht zu 100% gefüllt werden oder halt auch an die Zielgruppen gar nicht so sehr rankommen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Regionalliga Inklusion, wo wir in unseren Landesverbänden in 5 Regionen Stellen geschaffen haben, wo wir Personen haben, die sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen, Verbände, Vereine beraten. Und auch diese Projekte, muss man sagen, sind leider durch die Pandemie eher zum Stocken gekommen, weil auch unsere Vereinsstruktur sich gerade mit ganz anderen Themen beschäftigt, weil da einfach die Sorgen und Nöte, was Bürokratie, Hygienemaßnahmen, Konzepte etc. angehen, so hoch sind, dass halt das Erreichen zusätzlicher Zielgruppen gar nicht so sehr auf der Prioritätenliste ganz oben liegt, weil man einfach sich gerade darum kümmern muss, dass die Leute, die eh schon im Verein sind, überhaupt die Möglichkeit kommen, Sport zu machen. Und leider muss man auch sagen, dass aktuelle Förderprogramme für uns als Bundesebene auch unfassbar schwierig sind, weil wir von den Förderprogrammen gar nicht profitieren. Am Beispiel Aufholen nach Corona, das war zu der Zeit sicherlich eine gelungene Maßnahme, dass wir die Vereinsebene fördern. Für viele Vereine war das eine Möglichkeit, eben ein zusätzliches Vereinsfest auszurichten. Aber wir als Bundesebene haben quasi die Gelder nur weitergeben können. Das heißt also, wir hatten keine Möglichkeit, hier selbst zu partizipieren, wiederum neue Projekte ins Leben zu rufen, Konzepte zu erarbeiten, die wir dann an unsere Strukturen weitergeben können. Da würde ich mir wünschen, dass zukünftige Förderprogramme, die von der Bundesebene aufgesetzt werden, eben auch da die Jugendsportstrukturen auch explizit berücksichtigen und auch stärken. Weil nur so können wir stark sein, um für unsere Länder und eben für unsere Vereine auch stark zu sein. Herzlichen Dank. Ja, wir schreiten fort in der Zeit. Ich habe jetzt auf der Rednerliste Herrn Gassner-Herz, Frau Hui und Frau Akbulut. Dann danach noch mal in der nächsten Runde. Schauen wir mal, wie lang die Fragen werden. Wir haben noch eine halbe Stunde. Okay, also vielleicht die kriege ich ausgefüllt. Mit der Bitte okay, zu konzentrieren. Ich erlaube mir 2 Vorbemerkungen, nämlich die erste, dass Ihre Schüler aus Hessen zu uns in den Bundestag kommen. Da wenden Sie sich sehr gerne an Ihren Wahlkreisabgeordneten. Der kann nämlich die Fahrt bezuschussen. Und die nächste Vorbemerkung, einfach der Vollständigkeit halber. Es gibt neben diesen Formen an Freiwilligendienst, sich für die Gesellschaft einzusetzen, und das ist auch der Grund, wo man sieht, dass es Einsatz für die Gesellschaft keine Pflicht braucht, natürlich auch den freiwilligen Wehrdienst noch. Das war der Weg, den ich damals eingeschlagen bin und der auch mich sehr geprägt hat in meiner Persönlichkeitsbildung, und ist auch ein sehr wertvoller Baustein für junges Engagement für die Gesellschaft. Ich stelle fest, dass Sie alle betont haben, wie wichtig das ist, dass man jungen Menschen Räume gibt, in denen sie sich entfalten können, in denen sie stattfinden können, Selbstwirksamkeit, haben Sie es genannt, erfahren können, um dort zu lernen, dass sie starke Bürger sind, die sich in die Gesellschaft einbringen können und dass dadurch unsere Gesellschaft stark wird und ja, wir insgesamt auch als Demokratie und Gesellschaft belastbarer sind. Das hat mir sehr gut gefallen, dass wir uns da einig sind, und das wollte ich so noch mal unterstreichen. Sie haben alle gesagt, dass ein breites Angebot von verschiedenen, unterschiedlichen Möglichkeiten, sich einzubringen, wichtig ist, um für jeden Angebot darzustellen. Ich möchte vor allem mich da an Frau Schneider richten, weil ich glaube, auch wenn sie heute in der Minderzahl ist als Vertreterin des klassischen vereinsbasierten Ehrenamtes,
haben wir es doch gesehen an den Zahlen, ist das, glaube ich, dann doch die Form, die eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wir wissen, wie viel da im klassischen vereinsbasierten Ehrenamt an verschiedenen, auch sehr flächendeckend in der Republik dargestellten, ja, unterschiedlichen Möglichkeiten da ist, sich einzubringen. Meine Frage aber an Sie, Frau Schneider, ist eher professioneller Art, weil Sie ja auch Pädagogin sind. Und ich möchte gern, dass Sie noch mal aus dieser Sicht darstellen, was der Unterschied ist in diesem pädagogischen Erfahren zwischen so einer, so einem intensiven Block, ein Jahr, ich setze mich für die Gesellschaft ein, und dem Weg, den Sie beschrieben haben, dass eben das so eine, so ein Prozess ist, der jetzt nicht sehr formalisiert ist, sondern sich immer wieder ergibt, aber dafür längerfristig ist, dass Sie das nochmal pädagogisch beschreiben, was das für Unterschiedlichkeiten bringt für die jugendliche Entwicklung. Und die zweite Frage richtet sich auch an Sie. Sie hatten auch konkret von Räumen gesprochen, in denen was stattfinden muss. Und wir haben sehr beklagt, dass junge Menschen sehr gelitten haben unter den Corona-Einschränkungen. Und Sie haben uns da auch gewarnt, dass das jetzt mit den möglichen Energiespar-Themen, die auf uns zukommen, vielleicht jetzt noch mal einen Winter gibt, in dem es schwierig wird, dass Gemeinschaft für Jugendliche stattfinden kann, dass Sport stattfinden kann. Da würde mich noch mal Ihre Einschätzung interessieren, weil wir haben uns, was die Corona-Beschränkungen ja angeht, bemüht, ihnen da Planbarkeit zu geben. Jetzt sind die Kommunen mit den verschiedenen Sparplänen da. Wie nehmen Sie wahr, dass Kommunen da vielleicht auch unterschiedlich oder mit großem Verständnis oder mit weniger großem Verständnis auf Ihr Anliegen da eingehen? Vielen Dank, Herr Gassner-Herz, auch für die Wertschätzung. Wir sammeln wieder die Fragen. Dann wäre Frau Huje jetzt dran. Nutzen Sie bitte das Mikrofon. Gerne. Und an Herrn Jax. Und zwar habe ich verstanden, dass die Jugend selber gar nicht so schlecht findet, wenn ein Pflichtdienst kommen sollte oder wenn wir einen hätten, was ich nachvollziehen kann, weil ja das noch niedrigschwelliger ist als ein freiwilliger Dienst in gewisser Weise. Und gibt es nicht auch gute Gründe, so etwas zu machen, damit alle sozusagen die Chance haben, an dieser Persönlichkeitsentwicklung teilzunehmen? Es ist ja offensichtlich auch eine Frage des Geldes, ob man dann beim Freiwilligendienst mit dazukommen kann. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage an Sie ist, Sie sagen, wenn es einen Rechtsanspruch gibt, dann haben wir auch ein größeres Angebot. Gegen wen richtet sich denn dieser Rechtsanspruch? Also es müssten ja Träger oder irgendwelche Organisationen neue Angebote vorstellen. Und dazu brauchen die im Zweifelsfall auch Geld. Wen kann man da verpflichten damit oder wen wollen Sie verpflichten, damit diese Angebote auch tatsächlich entstehen? Und ist das dann verbunden mit einer notwendigerweise mit einer staatlichen Förderung, also mit zusätzlichem Geld sozusagen vom Bund? Ja, und dann das, was mich wirklich beeindruckt hat und mich auch sehr freut, dass genau der Freiwilligendienst ja offensichtlich das hervorbringt, was wir uns alle wünschen, nämlich tolle junge Leute, die eine Selbsterfahrung gemacht haben und sich bewährt haben. Deswegen interessiert mich besonders, Frau Schneider, was Sie noch hindert in Ihrem Job. Sie haben es ein bisschen dargestellt. Wir haben eben über die Infektionsschutzmaßnahmen gesprochen, aber es gibt offensichtlich auch Bürokratiehindernisse, die Sie haben, die Sie gerne loswerden würden und finanzielle Unsicherheiten wahrscheinlich. Vielleicht können Sie noch so ein bisschen priorisieren, was Ihre größten Probleme sind und wo man am schnellsten und einfachsten helfen kann. Ja, und dann, Herr Rating, einmal Freiwilliger, immer Freiwilliger. Das ist ein ganz toller Spruch. Ich habe so ein bisschen herausgehört, dass für Sie in diesem freiwilligen Jahr ganz wichtig war, dass Sie sich einmal zur Eigenständigkeit entwickeln konnten, zum anderen aber auch gewisse Sicherheiten brauchten. Und das würde mich interessieren, so ein bisschen hat mich das ans amerikanische College, was ich ganz gut kenne, erinnert, dass man einen gewissen sicheren Rahmen hat, in dem die Jugend sich da entwickeln kann, zum Beispiel lernen, die dürfen zum ersten Mal Alkohol trinken und all diese Dinge in einem gewissen geschützten Raum. Meine Frage ist, was ist das? Ist das so? Ja, und oder was sind das die Rahmenbedingungen, damit das gut funktioniert? Und die zweite Frage ist, wie stellen Sie sich das vor, dass man einmal freiwillig, dass man später auch dabei bleibt? Sie sind im Moment dabei geblieben, aber ist das wirklich eine Option für alle, die da durchgehen? Dankeschön für diese Runde noch, Frau Akbulut, bitte. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die tollen
Berichte für mich, also für uns sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen, also darauf sind Sie auch alle schon eingegangen, die Situation von Jugendlichen aus bildungsfernen Familien. Also das ist ein sehr wichtiges Anliegen von uns, dass auch diese Jugendlichen Chancen bekommen, mitzumachen bei den Freiwilligendiensten und vor allem aber auch Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und da wäre, glaube ich, Diversität und Mehrsprachigkeit und entsprechende Maßnahmen wichtig, um auch an Familien ranzukommen mit Migrationsgeschichte. Ich habe nur eine Frage in Bezug auf Arbeitsmarktneutralität und die Entwicklung. Ob Sie da Unterschiede sehen, zum Beispiel auch in Bezug auf Arbeitsmarktneutralität in Ostdeutschland. Dort wird ja oftmals die Erfahrung gemacht, dass hier auch dass hier eine Konkurrenz auch stattfindet zu Arbeitsplätzen und sich die Freiwilligendienste teilweise zum Teil des Niedriglohnsektors sich entwickeln, gerade bei, um auch nicht in die Maßnahmen, die U25-Maßnahmen der Jobcenter zu umgehen und so weiter. Also wie sind da dort Ihre Eindrücke? Würde ich die Reihenfolge der Beantwortung jetzt mal durchbrechen und vielleicht mal Herrn Jaks bitten, anzufangen, dann Herr Rating, dann Frau Schneider, dann Frau Bisping. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht gerade einfach an der Stelle anfangen mit der, sozusagen das von hinten aufrollen, mit der Arbeitsmarktneutralität. Die spielt natürlich genau wie in den Inlandsdiensten auch in der Entsendung eine ganz große Rolle und natürlich auch im Incoming. Da ist sie auch ganz, ganz maßgeblich. Wir haben natürlich die gleichen Mechanismen, die auch in den Inlandsfreiwilligendiensten von Trägerseiten angewendet werden, um dem entgegenzuwirken, dass das eben nicht stattfindet, also dass die Freiwilligendienste arbeitsmarktneutral sind, was sie sein müssen und was konstituierend ist. Beim Freiwilligen Internationalen Jahr haben wir nochmal den Aspekt, der dazu kommt, dass es in einer gewissen Weise für Einsatzstellen in Deutschland ein Stück weit unattraktiver oft auch sein kann, internationale Freiwillige aufzunehmen, weil eben zusätzlicher Betreuungsaufwand auch aufgebracht werden muss. Also eine Sprache will gelernt werden. Dafür gibt es Sprachkurse, die von Trägerseite zur Verfügung gestellt werden. Aber natürlich muss ich als Einsatzstelle in den ersten Monaten an der Stelle auch mehr investieren. Das ist auch noch mal ein Aspekt, der dem entgegenwirkt, dass da auch tatsächlich ein echter Wille sein muss. Aber nichtsdestotrotz ist es auch natürlich durch die Mechanismen, die wir in den Inlandsdiensten ohnehin haben, auch schon gut geschützt. Und natürlich eine zentrale Trägeraufgabe. Also wenn da irgendwas auffällig wird, dass ein Platz nicht arbeitsmarktneutral sein könnte, dann ist das unsere ureigenste Aufgabe. Und das machen wir auch, dem nachzugehen und das im Zweifelsfall auch diesen Platz aus dem Programm zu nehmen. Also dafür gibt es Träger, unter anderem. Nicht nur dafür, aber auch dafür. Genau, es ist natürlich, ich hatte eben auch aufgeführt, natürlich ein paar Dinge, wie erreichen wir Zielgruppen, die noch unterrepräsentiert sind in den Programmen. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene Projekte und Maßnahmen, die wir machen, wo wir das eine ist auf dem Weg der Sichtbarkeit, dass wir mit dem unter dem Namen auch FIJ eine Initiative gestartet haben, wo sich die meisten Träger in Deutschland angeschlossen haben, mit dem wir jetzt zum Beispiel auf Berufsinformationszentren zugehen und gerade jetzt auch unlängst auch Termine mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern haben, um darüber zu informieren, damit es dann eben auch weitergegeben werden kann, da wo Kontakte sind. Es gibt Organisationen wie CareLiver, die sich darum kümmern, dass junge Menschen, die eben aus diesem Bereich kommen, dann eine Unterstützung bekommen, um diesen Schritt zu machen und sich zu bewerben. Und dann ist es so, dass wir als Träger auch bei denjenigen, die sich dann bei uns bewerben, auch tatsächlich auch besonders darauf achten, dass die in dem Bewerbungsprozess nicht wieder rausfallen aus irgendeiner Sache, dass wir da wirklich näher dran sind, ohne dass wir irgendwelche Label drauf kleben wollen und das auch nicht tun. Genau. Es gab jetzt noch die Frage,
wie da so ein Rechtsanspruch umgesetzt werden könnte oder wie der sich eigentlich auswirken würde. Da gibt es natürlich grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, aber zwei denkbare Wege. Man könnte einen Rechtsanspruch gegen den Bund machen oder einen Rechtsanspruch auf diese Förderung, wenn ein Platz besetzt ist. Und der einfachere und der Weg, den ich jetzt vorschlagen würde, wäre den zu gehen, zu sagen, es gibt einen Rechtsanspruch darauf, dass wenn ein Freiwilligendienstplatz besetzt ist, dass dann die dafür vorgesehene Förderung, die natürlich auch hoch genug sein muss, dass die Kosten damit abgedeckt werden sind, dass es dann auch zugänglich ist. Aber da gibt es ja mit dem freiwilligen Jahr auch ein Konzept und das kann man ja auch weiterentwickeln. Also es muss gar nicht, dass man da so einen Weg geht und dann hat man da auch eine Situation, dass es, glaube ich, ganz gut umsetzbar ist, ohne dass gleich ganz große sich neue Fragen ergeben. Das andere wäre, ja, vielleicht so weit. Vielen Dank. Herr Rading. Genau, vielleicht kurz zur Arbeitsmarktneutralität. Wir haben da immer eine ganz spannende Perspektive, finde ich. Denn wir stehen zwischen beiden Stühlen. Auf der einen Seite wollen wir als Freiwillige auch Verantwortung übernehmen. Das zwar nicht nur für uns, sondern auch in den Einsatzstellen, in denen wir unterwegs sind. Für uns ist es nichts ist nerviger, als wenn ich irgendwo meine Stunden rumsitze und nichts tue. So, ne? Und dann kann ich es mir auch sparen. Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu viel werden und Menschen überfordert werden. Das heißt, es muss so ein ganz sauberer Grat und schmaler Grat gewählt werden zwischen wir trauen unseren Freiwilligen was zu und geben ihnen tatsächlich eine tagesfüllende Aufgabe und geben ihnen auch das Vertrauen und die Verantwortung und gleichzeitig diese Arbeitsmarktneutralität. Und ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, der immer wieder neu definiert und bewertet werden muss, um da gute Lösungen zu finden. Irgendwie damit einmal kurz zu Ihrer Rückfrage zur Arbeitsmarktneutralität. Ich wende mich an die andere Seite. Genau, Sie hatten ja zwei Fragen gestellt. Wie dieser sichere Rahmen aussieht, am Ende sind es vor allem Menschen, die nach der Schule raus sind. Alterstechnisch ist im FEJ so zwischen 16, das ist das Minimum. Wir haben in Ausnahmen auch Menschen, die im Dienst erst 16 werden und 18, 19, 21, 22. Das heißt, es sind Menschen, wo man auch immer noch mal ein bisschen Verständnis gegenüber aufbringen muss, wenn nicht Dinge immer so 100% klappen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diesen sicheren Rahmen zu schaffen. Das ist sowohl bei den Trägern klar, da ist es auch selten das Problem, als auch bei den Einsatzstellen klar, hey, es sind junge Menschen und ihr habt eigentlich gerade gesellschaftlich gesehen unglaubliches Glück und unglaubliche Verantwortung, weil ihr junge Menschen begleiten dürft auf ihrem Weg. Und dass da einfach bei überall und überall dieses Setting und die Idee klar ist, hey, wenn mal was daneben geht, alles halb so wild, man kann für die meisten Dinge auch irgendwelche Lösungen finden, dass das Setting irgendwie da ist. Das bringt schon ganz, ganz viel, glaube ich, für diesen sicheren Rahmen, nachdem Sie gefragt haben. Zweites war ja so ein bisschen langfristige Sicherung. Das ist immer so ein Problem. Am Ende jedes Jahres treten die alten Menschen ab und die neuen Menschen kommen. Das heißt, am Ende jedes Jahres muss jeder Jahrgang für sich neu definieren, was ist uns wichtig, was ist uns nicht wichtig. Ich glaube, auf FEJ-Bundesebene ist es uns schon ganz gut gelungen, dadurch, dass wir die erste Konferenz, wo genau solche Fragen definiert werden, immer auch von uns begleitet werden. Also ich fahre im November, habe ich das Glück, 4 Tage nach Göttingen zu fahren und genau da unsere Nachfolgerin zu begleiten. Da kann man schon mal viel reingeben und das ist jetzt eine sehr persönliche Aussage, schwebt mir auch mal so ein bisschen in den Kopf, ob man nicht auch lang darüber hinaus in diesen Sprecherinnenstrukturen im freiwilligen System irgendwie Möglichkeiten schaffen kann, weiterer Begleitung durch ehemalige, um eben langfristig das auch so ein bisschen weiterzugeben, was man macht. Und um die tollen Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, auch an den nächsten Jahrgang weitergeben zu können. So, also das ist mir auch gerade jetzt, wo ich sozusagen aus dem aktiven Dienst, aber eben noch im Sprecherinnenwesen bin, irgendwie so eine Herzensangelegenheit zu schauen, dass das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Weil sonst erfinden wir jedes Jahr das Rad neu und das ist zu viel Arbeit, die man nicht machen muss. Genau. Dankeschön. Frau Schneider, an Sie war ein großes Paket von Fragen gerichtet. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich würde mit Ihren Fragen starten, sehr geehrte Frau Hui. Sie hatten ja gefragt, welche expliziten Sachen ich mir wünschen würde, damit eben Vereinssport weiter gut stattfinden kann. Ich würde das gerne in zwei Bausteine einteilen, nämlich einmal aus Sicht, was ich glaube, was unsere Vereine benötigen und eben aus der Sicht, was wir als Bundesverband brauchen. Aus Sicht der Vereine
glaube ich, wenn man sich anguckt, wie sich so ein Engagement in Vereinsebene in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sind zunehmend mehr bürokratische Sachen dazugekommen. Also Corona hat es da auch nochmal deutlich beschleunigt. Aber Vereine müssen sich mit Brandschutzkonzepten auseinandersetzen. Sie müssen sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen. Sie mussten während Corona Hygienemaßnahmen erstellen. Und all diese bürokratischen Sachen sind eigentlich nicht per se Dinge, wofür sich Sportler gerne engagieren. Weil ich habe ja gesagt, also man engagiert sich in dem Verein, weil man dort selber Sport treibt, um anderen Sport zu ermöglichen. Und da ist es eben oft nicht die große Leidenschaft, Konzepte zu schreiben, weil das der Bewegung eher hinderlich ist. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen oder dass auch durchaus Länder und Kommunen Unterstützung schaffen, dass eben für bestimmte Veranstaltungs- und Sportstätten eben Brandschutzkonzepte vorgesehen sind, dass es meinetwegen Bausteine und Module gibt für gewisse Veranstaltungen nach Größen, auf die man dann zurückgreifen kann, die eben ja bei vielen Veranstaltungen, egal welcher Sport oder welche Veranstaltung in so einer Sportstätte stattfindet, in der Regel ähnlich sind, aber bisher ist es so, dass es jeder selbst schreiben muss. Und da würde ich mir zum Beispiel einen Katalog wünschen, sodass einfach Vereinsmitglieder, die ehrenamtlich tätig sind, darauf zurückgreifen können. Und was, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist, ist eine entsprechende Anerkennung und Wertschätzung dieser Arbeit. Das heißt, viele engagieren sich neben ihrem Hauptberuf. Und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft noch sehr, sehr viel vor uns, dass wir ehrenamtliches Engagement auch entsprechend wertschätzen. Und was brauchen wir als Sicht aus der Verbandssicht? Wir brauchen verlässliche Strukturen und eine Regelförderung. Das heißt, bisher arbeiten wir sehr viel projektbasiert, was auf der einen Seite gut ist, weil wir bestimmte Dinge austesten können. Wir brauchen aber eben auch, und das hatte ich vorhin erwähnt, verlässliche Jugendsportstrukturen. Das bedeutet auch ein verlässliches Hauptamt. Und das funktioniert eben nur, wenn wir auch eine verlässliche Förderung haben, die eben auch zukunftsfähig ist. Und daher nochmal die Bitte, Dynamisierung des Kinder- und Jugendplans und gerne auch eine Aufstockung der Mittel würden uns da deutlich helfen. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben Sportstätten aufbleiben. Denn ohne diese Sportstätten wird kein Engagement stattfinden, weil der Zweck, weshalb wir uns im Sport engagieren, nicht da ist. Und da darf es keine Zweckentfremdung geben. Es müssen die Duschen offen bleiben etc., weil das sind alles Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass Sport stattfindet und damit eben auch Engagement und junges Engagement. Sehr geehrter Herr Martin Gassner-Herz, vielen Dank für die zwei Rückfragen. Ich starte auch direkt mit der ersten Frage, also der Unterschied zwischen einem geblockten Engagement, meinetwegen im Rahmen von einem Freiwilligendienst, im Vergleich zu dem, was ich so durchleben durfte. Und ich glaube, dass beide Formen ihre Berechtigung haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Ich glaube, die Erfahrungen zeigen es ja auch, dass grundsätzlich ein Engagement für die Zivilgesellschaft sinnvoll ist. Mein Gefühl aus pädagogischer Sicht ist, dass wenn ich mich am Block engagiere, habe ich sicherlich in dem Jahr vielleicht auch mal Sachen, die mir nicht so Spaß machen. Und es ist irgendwie auch so ein kurzer Zeitraum und danach ist es irgendwie auch erstmal beendet und man hat dann vielleicht das Gefühl, dass man auch erstmal was anderes machen möchte. Und die Form an Engagement, die ich erleben durfte, war halt irgendwie immer passend zu meinem Lebensalltag. Das heißt, also ich habe mit niederschwelligen Angeboten angefangen, habe als Volunteer auf einer Turn-EM hier in Berlin gearbeitet. Das hat irgendwie mal an einem Wochenende reingepasst. Ich habe dann eben angefangen auf Landesebene, weil die Wege zum Pendeln gut waren. Für mich als Schülerin war das eben genau machbar, irgendwie von Potsdam mit der S-Bahn nach Strausberg zu fahren. Das war so der Ort, wo ich regelmäßig war. Das heißt, es hat irgendwie immer in meinen Alltag gepasst und ich bin mit meinen Aufgaben gewachsen. Das heißt also, mit jeder Aufgabe, die ich irgendwie mehr übernommen habe, habe ich mir mehr zugetraut, habe Kompetenzen dazu erworben, erlernt, die mich dann wiederum befähigt haben, vielleicht eine komplexere oder verantwortungsvollere Aufgabe zu übernehmen. Und nur so habe ich mich irgendwann auch bereit gefühlt für ein langfristiges Engagement, für das ich mich habe demokratisch wählen lassen. Ich glaube, meine erste Wahl auf Bundesebene war ein Amt für 4 Jahre. Wir haben es mittlerweile abgesenkt auf 2 Jahre, aber auch das ist ein Schritt, den man sich erstmal überlegen muss. Und dafür braucht man gewisse Kompetenzen und die haben halt einfach über dieses langfristige Engagement, glaube ich, eine größere Chance, sich aufzubauen. Und die zweite Frage war, wie zufrieden wir mit den aktuellen Maßnahmen sind, beziehungsweise wie die auch vielleicht von Kommunen umgesetzt werden. Und da würde ich gerne vielleicht einen größeren Schweif gehen, und zwar Gemeinschaft bedingt bzw. braucht Wärme. Und bei uns in Offenbach ist es so, dass aufgrund der Energiesparmaßnahmen die Kommunen tatsächlich in allen Gemeinschaftsräumen die Temperaturen um 2 Grad runtergeregelt haben. Das bedeutet für uns als Sportstätte, es sind nur noch 17 statt 19 Grad. In den Schulen ist die Maximaltemperatur eben auf 19 Grad runtergesetzt. Und
Wenn wir uns ganz zurückerinnern in die Steinzeit, dann hatte nicht jeder in seiner eigenen Wohnung ein Feuer, in seiner eigenen Höhle, sondern genau da, wo Gemeinschaft passiert hat, war das Feuer und da hat man sich getroffen. Und wenn wir jetzt dahin gehen, an den Stellen die Temperaturen reduzieren, wo Gemeinschaft stattfindet, Stadtbibliotheken, da sind ja nicht nur wir als Sport betroffen, dann gehen die Leute da nicht mehr hin. Und mein Wunsch wäre es, oder vielleicht wäre es auch ein guter Weg, wenn wir an der Stelle, wo Gemeinschaft stattfindet, die Temperaturen hochregeln und die Leute sich dort treffen, denn dann kann jeder eigene Bürger zu Hause eben sparen. Dankeschön. Frau Bisping, noch Ergänzendes? Genau. Ja, ich würde es so machen wie Claudio Jax vorhin auch. Ich würde auch noch mal hinten anfangen bei den Fragen und einfach kurz noch mal darauf eingehen, auch auf die Frage von Frau Akpolo zunächst noch mal zur Arbeitsmarktneutralität, auch wenn da schon vieles gesagt wurde. Ich finde einen Aspekt, was das Thema Arbeitsmarktneutralität angeht, immer noch mal ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass die Einsatzstellen dann natürlich auch entscheidend sind. Also wir müssen es schaffen, Einsatzstellen dafür zu sensibilisieren, dass ein Freiwilligendienst ist und eben kein Pflichtdienst ist, sondern dass die Freiwilligen da auch mit dieser Überzeugung reingehen, wir sind freiwillig hier. Und das ist auch einer von den Vorteilen, die wir in den Freiwilligendiensten sehen. Das macht auch was mit den Einsatzstellen, wenn sie wissen, es ist jemand da, der eben diesen Dienst aus Überzeugung macht und freiwillig macht und das eben kein verpflichtender Dienst ist. Wir haben das gesehen auch damals, als der Zivildienst in den Bundesfreiwilligendienst übergegangen ist, die Einsatzstellen, die aus der Zeit waren, die mussten wir noch mal anders begleiten in der Fragestellung als die anderen Einsatzstellen. Die Fragestellung ist aber trotzdem, ich glaube, Sie hören mich gar nicht so richtig, ne? Trotzdem total wichtig und man merkt relativ schnell, wenn eine Einsatzstelle einfach auch durch falsches Vokabular da sich sozusagen outet und wir merken einfach, das ist kein Ort für Freiwillige in dem Moment. Genau, das vielleicht nochmal zum Thema Arbeitsmarktneutralität. Dann Rechtsanspruch hatte eigentlich auch Claudio Jax schon gesagt. Also da auch von uns nochmal ganz klar die Unterstreichung, dass das im Endeffekt natürlich auch eine andere Refinanzierung braucht, wenn man so einen Rechtsanspruch macht. Weil, also wie soll das anders funktionieren? Ja, also ein Rechtsanspruch bedeutet dann natürlich für die Freiwilligen auch, ich kann einen Freiwilligendienst machen. Und die Gründe wurden ja vorhin nochmal erläutert, warum das eben nicht für alle jetzt momentan schon möglich ist. Das heißt, da brauchst du einfach nochmal eine ganz andere Refinanzierung. Zum Pflichtdienst auch nochmal die Frage, was die Vorteile daran wären. Frau Hui, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Das fand ich jetzt irgendwie auch eine interessante Frage. Also für uns natürlich als Anbietenden der Freiwilligendienste ist das schwer zu beantworten. Wir sehen natürlich Mehrwerte auch für die Freiwilligendienste, auch im Zusammenspiel mit dem weiterem Engagement der jungen Menschen. Ich glaube, das macht auch wenig Sinn, das irgendwie gegeneinander zu halten und zu sagen, welches ist jetzt besser. Aber ein Freiwilligendienst hat natürlich nochmal einen ganz speziellen Charakter, dadurch, dass es ein Bildungsjahr ist und gesetzlich auch festgeschrieben ist, dass wir damit die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit beispielsweise der jungen Menschen fördern. Also es geht ganz viel darum, natürlich diesen Weg zu begleiten nach der Schule, sozusagen ins Erwachsenenleben, drauf zu gucken, was in welche Richtung soll sozusagen gehen. Es muss nicht unbedingt zwingend natürlich der Bereich sein, in dem man das FSJ macht. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer, wie der Ben Rating selbst ja am persönlichen Beispiel auch beschrieben hat. Aber das ist eben genau das, was in einem Freiwilligendienst passiert. Also dieses Orientierung geben. Und da ist das Schöne, dass innerhalb der Seminare natürlich irgendwie auch auf die Lebenswirklichkeit von den Freiwilligen Bezug genommen werden kann. Die kommen da mit so vielen Fragen und Wünschen und Themen aus der Arbeit in den Einsatzstellen, in die Seminare mit den Erfahrungen. Und da kann man halt super anknüpfen. Da ergeben sich Fragestellungen raus, die man dann auch letztendlich irgendwie mit einem gesellschaftlichen Bezug versehen kann und dadurch halt einfach ein schöner Übergang, um über gesellschaftliche Fragen sprechen zu können. Und dann landet man relativ schnell auch bei dem Thema Demokratiebildung und politische Bildung. Das ist auch ein großes Thema im Bereich Freiwilligendienste. Und das funktioniert halt, weil es an der Lebensrealität von den jungen Menschen ansetzt. Genau. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen.
Herzlichen Dank. Jetzt habe ich ein zeitliches Problem. Ich habe noch drei Wortmeldungen auf der Liste. Herr Döring, Herr Edelhäuser, Frau Nikolaisen. Wir schaffen das nur noch. Eine Minute Frage an einen Sachverständigen. Dann kriegen wir das noch hin, 6 Minuten. Ja? Alles klar. Ja, Frau Schneider, uns eint offenbar nicht nur die hessische Herkunft, sondern auch der Abiturjahrgang und der Umstand, dass wir beide Sportlehramt studiert haben, wobei mein Sportstudium fast an der Turnprüfung gescheitert wäre. Das dürfte uns dann wahrscheinlich unterscheiden. Ich fand Ihren Vorschlag gut und würde den nochmal aufgreifen, habe den auch selbst vor einigen Monaten in die Debatte mit eingebracht, ob man dieses soziale Pflichtjahr nicht tatsächlich über die Schule stattfinden lassen sollte. Das, ich meine, Sie haben gerade was dazu gesagt, kann vielleicht einer von Ihnen dreien, wer auch immer dazu noch was zu sagen hat, gerne noch was zu loswerden. Aber ich frage mich schon, wieso werfen wir eigentlich diejenigen, die Schule am nötigsten hätten, nach der 9. Klasse raus? Und wäre das nicht sozusagen der ideale pädagogische Rahmen dafür, sowas auch entsprechend zu begleiten, eine große gesellschaftliche Breite auch über solche Arbeit zu repräsentieren und über Schule dann eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu haben, um ein solches Jahr, wo auch immer das dann stattfindet, auch pädagogisch einfach zu reflektieren und gemeinsam zu sprechen. Und es hätte natürlich auch noch den Vorteil, wenn man es streng nimmt, ist das verfassungswidrig mit dem Vorschlag zu dem sozialen Pflichtjahr, wie er jetzt kursiert. Das Problem hätten wir über die Schule auch nicht. Ja, ich glaube, wenn man wirklich ein Jahr über die Schule organisieren wollte, dann würde man doch auf einige Probleme stoßen. Also vielleicht das Verfassungsrechtliche, das kann ich nicht beurteilen. Also habe ich natürlich auch mal Verschiedenes zugelesen. Aber ich glaube, der Vorschlag, ein innerhalb der Schulzeit sowas wie ein Gesellschaftspraktikum oder ein Sozialpraktikum zu machen und das zum Beispiel über die verschiedenen Curricula und die Lehrpläne vorzusehen und dass das tatsächlich, das gibt es ja in vielen Schulen auch, aber eben nicht überall. So etwas auszubauen, da ist tatsächlich ein Potenzial drin und das kann dann auch ein Weg sein, ein Zugangsweg, der dann im nächsten Schritt entweder in die Vereinskarriere führt, also Karriere im positiven Sinn in der Entwicklung oder in, auch in einen freiwilligen Jahr dann eben, dass ich da schon mal was mitbekommen habe und ein bisschen dran geschnuppert habe. Dankeschön. Herr Edelhäuser. Ja, eher so eine kleine Zusammenfassung, das so Sinnsprüche. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und deswegen geht es auch in die Richtung von Herrn Döring. Wenn ich das in der Schule schon anfange und die Verbindung da herstelle, umso besser ist es dann in der Zukunft. Wir haben 29 Millionen Leute, die das in Deutschland machen. Also irgendwas funktioniert, ja. Und das nur aufzubauen, glaube ich, wäre von Vorteil. Tue Gutes und rede drüber. Die Werbemaßnahmen. Früher war die Bundeswehr in den Schulen. Warum können nicht solche Leute wie der Herr Rating oder auch die Frau Schneider in die Schulen gehen und sagen, Freunde, das ist eine super Einrichtung, das macht es einfach, weil von allen, egal ob international oder national, die Persönlichkeitsentwicklung, die wir da heute auch wieder gelegt haben, das ist doch Wahnsinn. Ja. Also euch sieht man ja quasi spätestens in den nächsten Bundestag, ja, also in Anführungszeichen, nicht jetzt ironisch gemeint. Und ich glaube, das ist, glaube ich, am entscheidendsten, dass die Leute wissen, was geht. Und es ist aber Ende noch letzter Sinnspruch, ohne Hauptamt kein Nebenamt und kein Ehrenamt. Und das haben wir gestern auch gehört und das, glaube ich, gehört mit dazu. Mehr will ich gar nicht sagen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe keine Frage wahrgenommen. Dann Frau Nikolaisen. Ja, ich mache es ganz kurz. Frau Bisping, Sie haben gesagt, vielen Jugendlichen ist der Freiwilligendienst gar nicht bekannt. Und wir müssen die Strukturen, die wir haben, besser nutzen. Nur es scheint ja so, dass da das föderale System im Weg steht. Welche Strukturen sind es, die Sie dort gemeint haben? Und was kann Politik an der Stelle tun? Sie haben gesagt, Sie sprechen im Herbst jetzt mit dem Bundesministerium. Das kann ja auch mal dann mit den Ländern intensiv diskutiert werden. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum und dann jetzt nicht als Frage formuliert an alle, sondern nur mal der dezente Hinweis. Sie kennen ja wahrscheinlich alle. Sie, Frau Schneider, haben gesagt, Förderprogramme werden gekürzt. Das ist bedauerlich. Das ist tatsächlich sehr bedauerlich. Aber Sie alle kennen ja wahrscheinlich auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt und nutzen diese ja wahrscheinlich auch. Frau Bisping, bitte.
Genau. Ja, zum Thema Schule. Also ich will noch mal hinweisen, natürlich sind unsere Träger auch in Schulen unterwegs. Also das gehört dazu, einfach zu den Aufgaben, die die Träger haben. Sie müssen natürlich schon an die Zielgruppe irgendwie auch antreten, sonst finden wir sie nicht. Es sind dann mittlerweile schon Überlegungen, dass man vielleicht mal weniger das Gymnasium besucht und sich vielleicht häufiger mal in eine Hauptschule stellt oder vielleicht auch einen Stand im Schwimmbad aufstellt, um da sozusagen noch mal mehr in Richtung Diversität zu gehen und Menschen auf den Freiwilligendienst aufmerksam zu machen, die ihn einfach noch nicht kennen. Aber das ist eben alles im Endeffekt wieder Träger-Add-on. Ne? Und wir haben die Situation, die Freiwilligendienste haben diese 10% Mittelkürzung ab 2024. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf den Erhalt der Regelfreiwilligendienste, der Regelplätze. Und da ist relativ wenig Luft für Weiteres. Wir haben beispielsweise, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt diese Plattform, auf der man sich über Freiwilligendienste informieren kann, freiwillig-jahr.de. Gleichzeitig wurde ein weiteres verbändeübergreifendes Projekt aufgelegt, auch gefördert durchs BMFSFJ, und zwar sind es die Schulbotschafterinnen. Das heißt, es gibt da schon ein tolles Projekt sozusagen, können Sie sich auch angucken unter schulbotschafter.de, wo es genau darum geht, dass quasi junge Menschen, die einen Freiwilligendienst gemacht haben, in die Schulen reintragen, dafür sozusagen eine kleine Wiedergutmachung bekommen, eine finanzielle, und das ist angelaufen, aber das ist eins von den Projekten, was gegebenenfalls, wir müssen irgendwo gucken, dann hinten runter fällt, und so merken wir halt tatsächlich natürlich, es gibt so viele Themen, die hier angesprochen werden, dass wir da immer gerne wollen, aber das einfach immer schwieriger wird, da tatsächlich auch was zu tun. Ja. Vielen Dank. Ja, Sie merken an der engagierten Diskussion, wie wichtig uns allen die Freiwilligendienste sind. Und ich behaupte hier mal kühn und ketzerisch, auch wenn jetzt für 2024 eine reduzierte Zahl im Haushalt aufgenommen ist, so kennen wir heute noch nicht die wirtschaftliche Lage, wie sie sich entwickeln wird. Und wir wissen noch nicht, ob da eventuell Spielräume drin sein werden. Also wir sollten alle miteinander hoffnungsfroh bleiben und weiterkämpfen. Wir von der politischen Seite werden kreativ bleiben, was das Anfordern von anderen Mitteln und Programmen angeht. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, mit uns diskutiert haben, Rede und Antwort gestanden haben. Und ich glaube, wir bleiben ohnehin auch, wenn dann auch eher individuell, miteinander im Gespräch. Herzlichen Dank. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt, rufe auf den Topf Verschiedenes. Ich sehe keine Wortmeldung, das trifft sich gut. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Kommen Sie alle gut nach Hause. Wir haben zum ersten Mal jetzt eine Spätnachmittagssitzung abhalten können. Ich glaube, das ist so mit der Entzerrung für uns alle ganz gut. Wir können das bis zum Jahresende auf jeden Fall erstmal so weitermachen, werden das dann fortlaufend beantragen. Dann schließe ich hiermit die Sitzung und bitte aber die Obleute noch für die anschließende Obleuterunde hier zu bleiben. Schönen Abend.